dann Monika Hauser von Medica Mondial und Silke Stutzinski, Rechtsanwältin, auch erfahren in internationalen Verfahren. Wir wollen ja einen besonderen Schwerpunkt heute Abend auch legen auf die Fragestellung, was hat eigentlich die internationale Strafgerichtsbarkeit den Frauen gebracht? Frauen sind ja vielfach Opfer in bürgerkriegsähnlichen und kriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Und ich erinnere mich, aufgekommen ist das Thema mit dem Bosnienkrieg, als damals zum ersten Mal Frauen öffentlich gemacht haben, mit was sie es dort zu tun hatten, nämlich nicht nur mit dem Völkermord in Srebrenica, sondern auch mit systematischen Vergewaltigungen, die damals an Frauen begangen worden sind. Und damals war die Situation so in den 90er Jahren, dass eigentlich niemand davon gesprochen hat, dass das vielleicht auch ein Verbrechenstatbestand sein könnte, der unter die internationale Strafgerichtsbarkeit fallen könnte, nämlich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet werden könnte oder als Kriegsverbrechen nach den Genfer Genfer Konventionen gegen Kriegsverbrechen geahndet werden könnte. Es war damals, glaube ich, der Mut von sehr, sehr vielen Frauen, die das öffentlich gemacht haben in ganz Europa und gesagt haben, diese Vorfälle, diese systematischen sexuellen Übergriffe und Verbrechen an Frauen müssen verfolgt werden durch die internationale Strafgerichtsbarkeit. Und wenn man sich Revue passieren lässt die letzten 20 Jahre, dann ist es, glaube ich, ein historischer Moment gewesen, dass diese internationale Strafgerichtsbarkeit überhaupt zustande gekommen ist. Man muss sich ja bewusst werden, dass davor 40 Jahre lang gar nichts passiert war. 1949 wurde die Völkermordkonvention verabschiedet. Sie war ein Blatt Papier, angewendet wurde sie nicht. Und die historische Situation war, glaube ich, diejenige, dass einerseits der Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs auf der einen Seite 1989, 1990, dann die Situation, dass tatsächlich wieder Krieg in Europa und auf europäischem Boden und Völkermord auf europäischem Boden stattgefunden hat. Und zum Zweiten, dass eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft darum gerungen hat, dass diese Verbrechen geahndet werden. Das war die historische Situation, die dazu geführt hat, dass verschiedene Tribunale gegründet worden sind, nämlich als erstes das Ruanda-Tribunal 1994, danach das Jugoslawien-Tribunal, gefolgt von Sierra Leone und auch dem Kambodscha-Tribunal im Jahre 2003 ist dann endlich die Vereinbarung zustande gekommen, muss man sich auch klar machen, fast 30 Jahre nach den Verbrechen und dem Völkermord, der in Kambodscha stattgefunden hat. Diese Situation ist, glaube ich, einmalig. Was wir uns allerdings heute fragen, wenn wir nach 10 Jahren internationaler Strafgerichtshof, der jetzt dieses Jahr das 10. Jahr entstanden ist, ist es eigentlich eine Erfolgsgeschichte oder ist es keine? Auf den ersten Blick sieht das natürlich relativ mager aus. Eine einzige Verurteilung hat dieser internationale Strafgerichtshof zustande gebracht. Auch dort erst nach vielen Ermahnungen den Frauenaspekt, nämlich das Verfahren in Kongo, auch nach vielen, vielen Ermahnungen und Lobbying von Frauen auch den Frauenaspekt in dieses Verfahren hineingetragen. Meine erste Frage geht daher an Wolfgang Kalek. Ja, ist es eine Erfolgsgeschichte oder ist es keine? Ja, Radio Erevan. Es kommt auf den Tag an. Wenn man gut gelaunt aufsteht und genügend Kraft hat, dann sagt man ja, im Prinzip ist es eine Erfolgsgeschichte, aber, und wenn man vielleicht nicht so gut drauf ist, sagt man, es ist doch alles sehr frustrierend. Vielleicht besonderer Ausdruck, also diese Ambivalenz, ist genau das erste Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs im Falle des kongolesischen Warlord Thomas Lubanga, aus dem ich gerne eine Passage zitieren möchte, ich werde es dann auf Deutsch übersetzen, wo der Thomas Lubanga eben jetzt am 14. März, in 10 Jahren, das erste Urteil, verurteilt wurde
wegen dem Einsatz von Kindersoldaten im Rahmen von Kriegsverbrechen. Und wo dann der innerhalb des fast 600-seitigen Urteils an einer etwas versteckten Stelle der Internationale Strafgerichtshof Feststellungen macht dazu, dass halt gegen die Kindersoldaten, die dort eingesetzt wurden, natürlich auch keine Überraschung für niemanden wahrscheinlich, der hier sitzt, auch im hohen Umfang sexuelle Gewalt angewendet wurde. Und zwar heißt es da, nach der Zeugenaussage der Person 46, die Zeugen werden da anonymisiert, waren alle die Mädchen, denen sie in den Demobilisierungszentren begegnet wurden, sind alle sexuell missbraucht worden, am häufigsten durch die Kommandeure der jeweiligen Einheiten, aber auch durch andere Soldaten. Die psychologische und auch der physische Zustand der jungen Mädchen sei katastrophal. Die jüngste Zeugin von sexuellem Missbrauch oder von Vergewaltigung war 12 Jahre alt. Die Zeugin sagt aus, dass viele der jungen Frauen schwanger geworden sind und dann aus den Einheiten rausgeschmissen wurden und in den Straßen von Bunia endeten. Die andere Zeugin sagt, dass es eben auch sehr häufig beim Eintreffen der weiblichen Kindersoldatinnen zu Vergewaltigungen gekommen sei und zu den Tätern insbesondere auch die jeweiligen Kommandeure zählen. Und dann wird darüber berichtet, dass die Kommandeure sich die Mädchen als Domestic Servants, also so als Hausangestellte, halten, wo sie einerseits kochen, aber andererseits eben auch praktisch als sexuelle Sklavinnen gehalten werden. Dann ist eben ein Beispiel eine andere Zeugin, eine dritte Zeugin, benennt eben mehrere Kommandeure namentlich. Diese Passage, 4 Seiten des Urteils, endet dann damit, aus der Sicht der Mehrheit des Gerichts können diese, obwohl das Gericht diese Tatsachen für festgestellt hält und den Zeugen offensichtlich auch glaubt, können diese festgestellten Vergewaltigungen und sexuelle Sklaverei nicht in das Urteil eingehen, given the prosecution's failure to include allegations of sexual violence in the charges. Also, weil die Anklagebehörde in Den Haag diese Taten gar nicht angeklagt hat, sondern sich eben auf das Kindersoldatenthema beschränkt hat, können diese Taten überhaupt nicht erst abgeurteilt werden vom Gericht, sondern gehen dann halt allenfalls bei der Strafzumessung ein. Und das ist für mich, ich sage jetzt mal, so ein besonders aussagekräftig für diese Ambivalenz. Einerseits ist das, was Birgit Laubach gerade als Anmoderation gebracht hat, ist natürlich klar. Es hat eine Normentwicklung stattgefunden, brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Es ist auch klar, diese internationalen Gerichtshöfe wurden etabliert, aber sie sind halt mit enormen Schwierigkeiten verbunden. Und diese enormen Schwierigkeiten betreffen einerseits also ganz generelle Probleme. Es ist bei dieser Art von Strafgerichtshof vielleicht ein noch größerer Distanz, eine noch größere Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also einerseits ist sich die halbe Weltgemeinschaft oder fast alle auf der Welt sind sich darüber einig, dass sowas wie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sich nicht gehört, bestraft gehört. Aber auf der anderen Seite werden unglaublich wenige dieser Taten auch tatsächlich ermittelt, geschweige denn angeklagt, geschweige denn abgeurteilt. Und das betrifft eben nicht nur, es betrifft natürlich nicht nur eine genderspezifische, ich sag mal, Blindheit, sondern das betrifft auch andere Benachteiligungslinien, das betrifft auch andere Problemlinien. Also diese ganze Diskussion, die auch gerade geführt wird, die zum Teil schief ist, dass eben nur afrikanische Fälle beim Internationalen Strafgerichtshof derzeit formelle Ermittlungsverfahren, durch formelle Ermittlungsverfahren aufgeklärt werden. Das betrifft aber auch insgesamt, und darauf würde ich gerne später noch zurückkommen, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema in der Diskussion, was kann Strafrecht überhaupt als Reaktion auf diese Art von Massengewalt leisten? Und da ist es vielleicht auch richtig, dass man jetzt nach 10 Jahren und angesichts des ersten Urteils auch mal so ein paar falsche Vorstellungen gerade rückt. Also der Internationale Strafgerichtshof als der Meilenstein
im Kampf gegen die Straflosigkeit, und künftig werden internationale Verbrechen geahndet und finden auch deswegen dann weniger statt. Da ist sicherlich mit viel zu überzogenen Erwartungen auch von vielen der Gerichtshof überfrachtet worden. Also wenn ich jetzt über die generellen denke, zwei Problemgruppen sind irgendwie festzustellen. Das eine sind halt tatsächlich generelle Schwierigkeiten, insbesondere des Internationalen Strafgerichtshofs, aber auch der anderen Gerichte. Die anderen Gerichte sind die schon genannten, das UN-Tribunal zu Jugoslawien, das zu Ruanda, aber auch die gemischt nationalen und internationalen Tribunale wie das zu Kambodscha, wo Silke gearbeitet hat. Ich würde aber in die Betrachtung auch die nationalen Gerichte mit einbeziehen, weil nach der Verhaftung des chilenischen Ex-Diktators Pinochet 1998 insbesondere vor nationalen Gerichten von Menschenrechtsorganisationen aus der ganzen Welt und von sozialen Bewegungen, insbesondere bei nationalen Gerichten, auch enorm viele Verfahren anhängig gemacht wurden, unter anderem eben auch Verfahren sexualisierter Gewalt. Alle diese gerichtlichen Foren haben mehr oder weniger mit besonderen Jurisdiktionsproblemen zu kämpfen, so eben auch der Internationale Strafgerichtshof, der eben letztlich davon abhängig ist, welche Staaten den Vertrag, das Statut unterzeichnen, und da fehlen, wie wir alle wissen, wesentliche Staaten. Ansonsten ist der Strafgerichtshof davon abhängig, was der UN-Sicherheitsrat überweist und was nicht. Auch das ist natürlich in hohem Maße politische Selektivität. Das liegt aber nicht unbedingt an dem Fehlverhalten der Den Haager, sondern das ist halt die Gesamtarchitektur, die problematisch ist. Dann hat Den Haag, wie auch andere Gerichte dieser Art, haben halt mit beschränkten Ressourcen zu kämpfen. Und das ist ja eine, und drittens halt mit der grundsätzlichen Schwierigkeit extraterritorialer Ermittlungen. Also wer sich dieses wirklich lesenswerte Lubanga-Urteil mal, also es ist schwierig, 600 Seiten, aber man muss ja nicht alles lesen. Aber wenn man es einfach mal durchgeht, es ist schon unglaublich spannend zu lesen, wie die Den Haager Ermittler im Kongo ankommen und versuchen aufzuklären, was in diesem andauernden Konflikt passiert. Also man versucht im Prinzip mit den Methoden einer Berliner Kriminalpolizei und einer Berliner Staatsanwaltschaft dann mitten im Krieg im Kongo die Sachen so weit aufzuklären, dass sie dann nachher vor einem Den Haager Gericht mit Richterinnen, mit Staatsanwältinnen, mit Verteidigerinnen, die auf das Prinzip des fairen Verfahrens zu Recht pochen, dass die Beweise so erhoben werden, dass sie in einem Gerichtsverfahren, in einem fairen Gerichtsverfahren reproduziert werden. Das ist eine ungeheure Schwierigkeit. Also das muss man sich einfach vergegenwärtigen, und da ist es muss man auch einiges verstehen. Man muss meiner Meinung nach nicht verstehen, warum genau diese Taten, die ich vorhin zitiert habe, warum das nicht angeklagt wurde. Das nehme ich ausdrücklich von diesem grundsätzlichen Verständnis aus. Aber trotzdem muss man sozusagen den Hintergrund irgendwie vor Augen haben. Bei Verfahren mit sexualisierter Gewalt kommen natürlich nochmal besondere Probleme dazu. Und das ist ein Problem, was ich wirklich an absolut erster Stelle nennen würde. Das ist die Sicherheit der Opferzeuginnen. Wir arbeiten selber, unsere Organisation arbeitet unter anderem zu Sri Lanka, und da ist das Hauptthema. Das heißt, von uns kann gar niemand in die Gebiete fahren, wo die tamilischen Frauen zum Teil in Lagern gehalten werden, wo sie von Militärs vergewaltigt werden, weil jeder Kontakt mit uns für die Leute vor Ort einfach zu einer riesen Gefahr führen würde. Das ist übrigens auch ein Thema in dem Lubanga-Urteil gewesen. Wie können wir eigentlich Betroffene, wie können wir Zeuginnen, wie können wir Opfer kontaktieren, ohne dass die gleich in ihren Dorfgemeinschaften so bloßgestellt werden, dass sie so exponiert werden, dass sie möglicherweise in Gefahr für Leib und Leben laufen. Das ist also ein Riesenproblem, und das durchzieht alle diese Verfahren, und das durchzieht die Verfahren wegen sexualisierter Gewalt nochmal in besonderer Form, weil es da eben, eben nicht nur in Anführungsstrichelchen um einen Armdurchschuss geht, sondern dass es sich um Straftaten handelt, die in besonderer Weise die Würde und die Integrität der betroffenen Frauen betreffen, und dass der ganze Umgang damit
vor Ort fast unmöglich erscheint und es ist halt daher auch von einer ungeheuren Schwierigkeit ist, wenn man die Frauen sozusagen aus ihrem Zusammenhang rausreißt, um als Zeuginnen zu benutzen und dann wieder in denselben Zusammenhang zurückschmeißt, ohne dass irgendwie Vorkehrungen dafür getroffen sind. Auf der anderen Seite, und das ist auch ein Thema, was ja immer wieder in diesem Verfahren gerade von Verteidigungsseite angesprochen wird, wenn ich den Frauen verspreche, sie da rauszuholen aus diesen Dorfgemeinschaften, sie irgendwo anders hin bringe, ihnen physische, psychische, materielle Unterstützung zukommen lasse, schaffe ich dann nicht einen Anreiz dafür, dass Frauen so aussagen, wie es dann denjenigen vom internationalen Ermittlern vom Internationalen Strafgerichtshof gefällt. Das ist ein Thema, was immer wieder angesprochen wird. Es gibt aber auch andere Gründe, warum diese Verfahren nicht so häufig in Gang gekommen sind. Das ist zum Beispiel eine Gestaltung, wie ich sie erlebt habe, bei den argentinischen Diktaturverfahren, wo die argentinischen Frauen, die auch alle von Vergewaltigungen und sexueller Folter in den argentinischen Folterlager betroffen waren, wo die ab irgendeinem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen haben, wir wollen nicht als Frauen, die vergewaltigt wurden, vor Gericht erscheinen, sondern wir sind Teil von Widerstandsbewegungen gewesen und wir wollen als solche identifiziert werden und nicht als Frauen, die vergewaltigt wurden. Wir wollen keine Differenz zwischen uns und unseren männlichen Companeros, die in denselben Lagern waren. Debattierbare Entscheidung, aber auch mit solchen Entscheidungen hat man eben zu tun. Und dann gibt es halt das ganze Thema, womit meine beiden Kolleginnen hier sicherlich viel mehr zu tun haben, nämlich das ganze Thema erneute Viktimisierung. Was treffe ich für organisatorische Vorkehrungen? Wie garantiere ich, dass die Frauen tatsächlich dieses Verfahren einigermaßen heil überstehen, angesichts dessen, was vorgefallen ist? Auch da gibt es eine ganze Menge an Problemen, die auch immer wieder in Gerichten der internationalen Gemeinschaft angesprochen werden. Zur Eingangsfrage, also was kann die internationale Strafgerichtsbarkeit dazu beitragen, dass einerseits diese Verfahren massenhafter sexualisierter Gewalt aufgearbeitet werden, auch gesellschaftlich aufgearbeitet werden, und kann sie möglicherweise einen Beitrag dazu leisten, dass es zukünftig nicht mehr dazu kommt? Sage ich, in bescheidenem Maße kann sie dazu beitragen. Ich würde besonderen Wert darauf legen, also würde besonders betonen, dass es enorm wichtig ist, dass es eben soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen sind, die Arbeit in den Strafverfahren mit anderen sozialen und politischen Aktivitäten verbinden. Nur dann kann eine gesellschaftliche Aufarbeitung geleistet werden kann und nur dann kann diese strukturell verursachten Verbrechen auch tatsächlich, kann ein Beitrag dazu geleistet werden, dass diese Strukturen, die dazu führen, dass eben Frauen, aber eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer in solcher Weise Opfer von Gewalt werden. Ich nenne 4, 5 Aspekte, wo ich meine, dass tatsächlich Strafverfahren dazu beitragen können. Für mich ist es enorm wichtig, da komme ich nochmal auf das zurück, was kann ein Strafverfahren überhaupt leisten. Ich halte es für politisch problematisch, sich ausschließlich auf die Verurteilung individueller Täter zu konzentrieren. Also auch in seiner Öffentlichkeitsarbeit, in der Mobilisierung, darauf ein Verfahren, ein möglicherweise mehrjähriges Verfahren, dem umfangreiche Ermittlungen auch vorhergehen, Hop oder Top zu beurteilen, nur ob ein Täter oder mehrere Täter verurteilt werden oder nicht, halte ich für vollkommen falsch, halte ich auch als Strategie für Nichtregierungsorganisationen für falsch. Zumal, aber dazu können die anderen beiden sicherlich sehr viel mehr sagen, zumal ich es halt für unglaublich fragwürdig halte, die positiven gesellschaftlichen Folgen von Urteilen, insbesondere von Verurteilungen, tatsächlich aufzuwiegen. Also ich glaube nichtsdestotrotz, dass die Verfahren an sich einen großen Wert haben. Sie sind geeignet, und das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, das ist auch insofern würde ich der Einleitung auch recht geben, für Bewusstseinsschaffung, für Aufklärung, was es für strukturelle Probleme gibt. Dank
der entsteht, auch um solche Verfahren entstehende Strukturen, kann auch organisiert Druck auf politische und juristische Akteure ausgeübt werden, kann das skandalisiert werden. Für mich ist eben Monikas Organisation ein gutes Beispiel dafür, die angefangen haben, sich an einem konkreten Missstand zu organisieren und jetzt tatsächlich weltweit eine Vorreiterrolle übernommen haben, um eben das Problem strukturell anzugehen. Man fängt vor Ort an, sie haben vor Ort angefangen und haben dann sich in einen solchen Stand mittlerweile erarbeitet. Und eine ähnliche Organisation ist die Women's Initiative for Gender Justice, die eben scheinbar nur am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig sind, die aber so weit ausstrahlt, auch in die juristische Community, dass sie halt dabei helfen kann, dass die Normentwicklung insgesamt vorangeht. Dass die Schaffung vernünftiger Normen noch nicht zu einer vernünftigen Praxis führt, das haben wir an dem Lubanga-Urteil gesehen. Nichtsdestotrotz, eine vernünftige Praxis kann nur entstehen, wenn die Normen auch entsprechend ausgestaltet sind und darauf kann man auch aufbauen. Das dauert manchmal länger, als wir das alle wollen. Was ungemein wichtig ist und das im engeren juristischen Sinne, das will ich vielleicht noch hervorheben, ist tatsächlich, dass diese Art von Verbrechen tatsächlich dokumentiert wird. Das ist nicht nur wichtig für jede Art von soziologischer, historischer Aufarbeitung, sondern das ist auch juristisch wichtig, weil wenn wir feststellen, dass es sich eben nicht um ein paar wenige, in Anführungsstrichen, Verfehlungen von einigen Kommandeuren vor Ort handeln, sondern wenn wir feststellen, dass es General Pattern gibt, dass es Muster, dass es ein Muster ist in diesem Krieg, der halt gerade dann verhandelt wird, oder in dem bewaffneten Konflikt oder in dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann kann ich auch andere Leute verantwortlich machen dafür, was da passiert. Dann kann ich nämlich nicht nur die einzelnen kleinen Warlords vor Ort, die so ein Lager kommandieren, vor Gericht stellen, sondern dann kann ich hohe militärische und politische Verantwortliche vor Gericht bringen, indem ich nämlich sage, ihr haftet als Kommandeure, ihr haftet im Rahmen von vorgesetzter Verantwortlichkeit. Das kann ich nur dann machen und auch das zeigt eben die Mühen der Ebene, wenn ich eben akribisch dokumentiere, dass es sich eben nicht um einzelne Verfehlungen, sondern um Muster handelt. Also, längere Antwort, aber es war ja so vorgesehen, macht schon Sinn, aber es ist noch ein weiter Weg, bis das tatsächlich insoweit Früchte trägt, dass es auch zur Vermeidung künftiger derartiger Verbrechen beitragen kann. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Gibst mir jetzt noch Gelegenheit, noch kurz ein bisschen Propaganda für dein Buch zu machen. Es ist nämlich gerade ganz aktuell das Buch von Wolfgang Kaleck auch erschienen mit zweierlei Maß im Wagenbach Verlag, mit dem wir heute Abend auch kooperieren in dieser Veranstaltung. Der Westen und das Völkerstrafrecht, wo all das, was Wolfgang gerade im Staccato vorgetragen hat, doch sehr breit und ausführlich dargelegt wird, wie nämlich insgesamt die internationale Strafgerichtsbarkeit und auch das nationale Völkerstrafgerecht, so wie das einzuschätzen ist. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, Monika Hauser wird jetzt folgen. Ich glaube, ich brauche Sie, dich nicht noch mal groß jedem vorzustellen. Monika Hauser, Ärztin, Geschäftsführerin, Gründerin von Medica Mondial und überhäuft mit vielen, vielen Preisen, unter anderem dem alternativen Nobelpreis. Und ich will vielleicht an dem anknüpfen, was Wolfgang zum Schluss gesagt hat. Da ging es ja noch mal darum, was bringt eigentlich diese Normenklarheit? Wenn man nochmal auf 45 zurückblickt, da hat niemand darüber gesprochen. Weder in den Nürnberger Tribunal noch in den Tokioer Prozessen, da war das einfach kein Thema. Das gab es nicht. Es wurde totgeschwiegen, das Wort, was den Frauen damals passiert ist. Und ich glaube, das, was dann 90 erfolgt ist, dieses öffentliche Lobbying sichtbar machen, der Verbrechen, wie sie an Frauen dort auch begangen worden sind, die haben natürlich dazu geführt, dass die Normenklarheit jetzt hergestellt ist, nämlich im römischen Statut, dass ganz klar dort diese Fälle aufgeführt sind und sichtbar gemacht werden. Aber gleichwohl, bringt die Normenklarheit allein etwas oder
Was müsste eigentlich noch hinzukommen? Ja, was sich tatsächlich verändert hat, ist, dass es eben Vergewaltigungen, sexualisierte Gewalt nicht mehr als Kollateralschäden im Krieg, als Kavaliersdelikte, wie das hier schon benannt wurde, abgetan werden kann, sondern dass es tatsächlich die Systematik mittlerweile durch viele Berichte von Menschenrechtsorganisationen, aber auch durch einige wenige, immerhin einige wenige Verurteilungen vom Tribunal in Den Haag für Ex-Jugoslawien deutlich gemacht worden ist, diese Systematik. Aber gleichzeitig sehen wir nach nun fast 20 Jahren Arbeit in verschiedenen Kriegs- und Krisengebieten direkte Unterstützung von traumatisierten Frauen vor Ort mit unserer interdisziplinären Arbeit, mit den Projekten, die wir vor Ort aufgebaut haben, mit den einheimischen Kolleginnen, die vor Ort die Frauen betreuen. Und immer wieder Kooperation mit Den Haag, in erster Linie natürlich mit dem UN-Tribunal eben für die Verbrechen in Ex-Jugoslawien, sehen wir und sahen wir in diesen nun bald 20 Jahren viele ungelöste Probleme, von denen wir dachten, mit dem Statut für den ständigen neuen Gerichtshof doch einige Verbesserungen erreicht zu haben, aber gleichzeitig auch in der praktischen Arbeit doch viele Probleme sehen. Ich habe dazu was vorbereitet, was ich auch sehr gerne mich auf den Text beziehen möchte. Ich rede eigentlich ansonsten lieber frei, aber diese Thematik hat doch eine gewisse Kompliziertheit und ich versuche nicht im Staccato zu reden, was auch schnell passiert, wenn ich frei spreche. Und ich glaube, dass für diejenigen, die vielleicht auch nicht so sehr in der Materie drin sind, mein Text doch durchaus auch hilfreich sein kann. Die Erfahrung von Gerechtigkeit, wie minimal sie auch sein mag, ist unseres Erachtens für Überlebende essentiell für die Bewältigung. Wir sprechen ja hier von Frauen heute, die sexualisierte Gewalterlebnisse erfahren mussten und die daraus resultierenden Traumata, sowie eine Voraussetzung für jegliche Versöhnungsprozesse. Das Ausbleiben jeglicher Gerechtigkeitserfahrungen nährt individuelle und kollektive Ressentiments, die an die nächsten Generationen weitergegeben werden und neue Gewalt produzieren. Trotz wichtiger, ratifizierter UN-Resolutionen in den letzten Jahren geht die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kriegs-, Konflikt- und Nachkriegsgebieten in hohem Ausmaß weiter. Und trotz internationaler Strafgerichtshöfe und auch nationaler Justizreformen ist Straflosigkeit in vielen Ländern auch weiterhin die Regel, eher die Regel als die Ausnahme. Und gerade weil das so ist, hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag unseres Erachtens die Verantwortung, endlich Standards, zum Beispiel bei Strategien der Strafverfolgung, als auch im Umgang mit Opferzeuginnen zu erarbeiten, die den Realitäten der Frauen endlich gerecht werden. Die Politik der internationalen Staatengemeinschaft muss hier auch das ihre tun, um präventiv tätig zu werden. Beispielsweise muss sie ihren politischen Verpflichtungen nachkommen, die sie beispielsweise mit ihrer Ratifizierung der UN-Resolution 1325 aus dem Jahre 2000 zur Stärkung und zum Schutz von Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten gegeben haben. Das betrifft auch die Bundesregierung, die sich seit Jahren weigert, einen nationalen Aktionsplan eben genau zu dieser Resolution 1325 zu erstellen. Ein Aktionsplan, der auch zum Beispiel bei Kriegsverbrecherprozessen in Deutschland den Schutz von Opferzeuginnen berücksichtigen müsste. Schauen wir uns die Strafverfolgungsstrategien an. Weder waren bei den beiden internationalen Ad-hoc-Strafgerichtshöfen für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda, noch sind aktuell beim Ständigen Gerichtshof konsistente Ermittlungs- und Anklagestrategien erkennbar, die die Dynamik sexualisierter Gewalt in den unterschiedlichen Kriegskontexten erfassen, die Verantwortlichen bestimmen und diese dafür zur Verantwortung ziehen. Nach wie vor erscheint eher zufällig, wer angeklagt wird und wofür. Die Entscheidung darüber fällen vor allem Einzelpersonen. Tatsache ist, dass beispielsweise Carla Del Ponte als Chefanklägerin
des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien aktiv Anklagen verhindert oder auf Vergewaltigungsanklagen verzichtet hat, weil sie die Verfahren beschleunigen wollte. Beispielsweise im Prozess gegen den serbischen Kriegsverbrecher Milan Lukic. Ich sehe die damals 17-jährige Amina vor mir, die mir im Sommer 1993 davon berichtete, wie sie mit ansehen musste, wie die Leiche ihres Vaters bei Visegrad in die Drina geworfen wurde und wie sie selbst genau von jenem Lukic vergewaltigt wurde, den Frau Del Ponte dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wollte. Was sage ich Amina, wenn sie mich fragt, welche Gerechtigkeit diese Welt ihr zu bieten hat? Und warum gab es eigentlich bisher nur einen einzigen Prozess, der sich ausschließlich mit Kriegsvergewaltigungen beschäftigte, nämlich dem Foča-Prozess? Ich frage mich auch, wie ernst die Strafverfolgung sexualisierte Gewalt wirklich nimmt und ob es überhaupt genügend Wissen an den Gerichtshöfen zur Komplexität und Dynamik von sexualisierter Gewalt im Krieg gibt. Wie kann es sonst sein, dass der kongolesische Rebellenführer Thomas Lubanga, von dem Wolfgang schon berichtet hat, als erster Verurteilter des Internationalen Strafgerichtshofs lediglich für die Rekrutierung von Kindersoldaten zur Rechenschaft gezogen wurde? Von den Realitäten unzähliger Mädchen und zahlreicher Jungen, die als Kindersoldatinnen auch immer sexuell versklavt wurden, war keine Rede. Und das, obwohl mittlerweile allgemein bekannt ist, dass die Möglichkeit der sexuellen Ausbeutung für viele gewaltbereite Männer ein entscheidender Faktor ist, sich überhaupt Rebellengruppen anzuschließen. Und dass gerade diese sexuelle Ausbeutung ein wichtiges Element für den Zusammenhalt der Männer ist. Für den Zusammenhalt vieler Milizen ist. Es ist vollkommen unverständlich, dass der Chefankläger Luis Moreno Ocampo dieses Verbrechen nicht nur unbeachtet lassen und nicht anklagen wollte, sondern sogar den Antrag einer Opferrechtsvertretung ablehnte, das Gericht möge doch die bestehende Anklage dahingehend rechtlich neu bewerten, um sexuelle Gewalt aufzunehmen. Unser Fazit kann daher nur ganz klar lauten, definitiv auf einem Auge blind. Und unsere seit vielen Jahren gestellte Forderung, in der Anklagebehörde endlich eine dauerhafte, hoch angesiedelte Stelle für eine Genderbeauftragte einzurichten, die sich speziell um Ermittlungs- und Anklagestrategien kümmert und mit entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet ist, ihre Erkenntnisse als Direktiven weiterzugeben, diese Forderung bleibt aktueller denn je. Und oft liegt es, wie die Geschichte des Jugoslawien-Tribunals zeigt, an Einzelnen, meist an Frauen, ob sexualisierte Gewalt überhaupt angeklagt wird. Wichtige Anklagen und Urteile haben wir gerade in den ersten Jahren des Jugoslawien-Tribunals wenigen Frauen wie Patricia Sellers oder Richterinnen wie Gabriela McDonald, Elisabeth Odio Benito und anderen und auch der Anklägerin Hildegard Oertz-Retzlaff zu verdanken. Ohne sie sähe die Bilanz nur halb so gut aus. Laut Bericht an die UN kam es bis Ende 2009 in 24 von 75 abgeschlossenen Fällen nur zu Verurteilungen wegen sexualisierter Gewalt. Und unsere eigenen Studien zeigen aber auch Folgendes. Nur ca. 34% der Fälle enthalten überhaupt Anklagen wegen sexualisierter Gewalt und die Freisprüche dafür liegen 10% über denen anderer Anklagen. Auch ist das Vorgehen der Anklagebehörde, ich beziehe mich nochmal aufs Jugoslawien-Tribunal, fraglich. Zahlreiche Vergewaltigungsfälle wurden unter ethnischer Verfolgung subsumiert und eben nicht eigenständig angeklagt. Bei Anklagen gegen 7 führende serbische Politiker und Militärs im Rahmen von Verbrechen im Kosovo hat dies dazu geführt, dass 6 von ihnen zumindest in erster Instanz freigesprochen wurden. Obwohl mehrere Zeuginnen ihre Vergewaltigung vor Gericht bestätigten, manche sogar mehrfach. Und obwohl das Gericht ihnen ganz klar glaubte. Allein der fehlende Beweis, dass die Vergewaltigungen Teil einer ethnisch oder religiös motivierten Verfolgung gewesen seien, entschied hier das Urteil. Frauen, die ihr schmerzhaftes Innerstes nach außen stülpen, um mutig in Den Haag auszusagen. Frauen, die in ihren Dörfern aufgrund der erlittenen Vergewaltigungen im Krieg stigmatisiert
beschimpft, bedroht und aufgegrenzt wurden. Wie verhöhnt müssen sich diese Frauen durch die internationale Justiz und ihre eigene Gesellschaft vorkommen. Beim ICC wurde nun Gender als eigener Verfolgungsgrund im Statut ermöglicht. Ocampo hat sich bislang nicht getraut oder hatte kein Interesse daran, darauf eine Anklage aufzubauen. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Chefanklägerin Fatou Bensouda mutiger vorangeht. Einiges in ihrer Haltung spricht jetzt schon dafür. Präventionsbewusstsein und Aufklärung sind von entscheidender Bedeutung, wenn sexualisierte Gewalt langfristig verhindert werden soll. Da Kriegsvergewaltigungen in nahezu jeder kriegerischen Auseinandersetzung geschehen, sind eindeutige Strafgesetze gerade in diesem Kontext enorm wichtig. Vorgesetzte müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, die hohe Wahrscheinlichkeit von sexualisierter Gewalt zu erkennen und proaktiv Präventivmaßnahmen gegen Vergewaltigungen zu ergreifen. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Gewalttaten, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Es muss verhindert werden, dass Vorgesetzte, die die faktische Macht haben, Gräueltaten ein Ende zu setzen, sich damit herausreden können, nichts von allem gewusst zu haben. Kurz noch zur vorgesetzten Verantwortlichkeit gab der Bundesgerichtshof im Juni 2010 folgende Richtung vor. Seinen Beschluss zur Verlängerung der Untersuchungshaft für die beiden ruandischen Rebellenführer, denn in der Bundesrepublik finden ja zurzeit auch zwei solcher Kriegsverbrechertribunale statt, davon haben wir noch nicht gesprochen, also gegen die beiden ruandischen Rebellenführer Muhawana Shiaka und Musoni, begründete der Bundesgerichtshof also unter anderem damit, dass beiden als Vorgesetzten bewaffneter Gruppierungen eine besondere Verantwortung zukomme. Und allein aufgrund von Bewaffnung seien Einheiten wie ihre Formation, die FDLR, eine große Gefahr für besonders hochwertige Rechtsgüter bis hin zu Leib und Leben der potenziellen Opfer. Die Befehlshaber seien also dafür verantwortlich, diese latente Gefahr, die durch die Bewaffnung ihrer Männer gegeben sei, durch geeignete Maßnahmen frühzeitig unter Kontrolle zu halten. 20 Jahre Forschung und umfassende Dokumentationen über fast alle Kriege in Vergangenheit und Gegenwart haben hinreichende Erkenntnisse dazu geliefert, dass in fast allen Kriegen, in denen bewaffnete Einheiten auf Zivilbevölkerung treffen, sexualisierte Gewalt weit verbreitet ist. Somit ist sie vorhersehbar oder muss zumindest als hohe Wahrscheinlichkeit gelten. Auch die UN-Resolution 1820 betont die kriegsverlängernde und konfliktverstärkende Rolle von sexualisierter Gewalt und gleichzeitig die Notwendigkeit von Analyse und Dokumentation. Die Umsetzung dieser Resolutionen, wozu auch die entsprechende Qualifizierung des Personals gehört, kann also dazu beitragen, dass das Wissen über die Wahrscheinlichkeit sexualisierter Gewalt in Kriegen tatsächlich endlich zum Standardwissen wird, eben damit sich niemand herausreden kann. Doch gerade auch die Bundesregierung legt hier besonders wenig Eifer an den Tag. In fast 20 Jahren, die seit der Gründung der beiden Ad-hoc-Tribunale vergangen sind und 10 Jahren seit Bestehen des Internationalen Gerichtshofs, gibt es kaum geschlechtsspezifische Untersuchungen zu den bisherigen Kriegsverbrecherprozessen. Bis heute fehlen Standards für den Umgang und die Beteiligung von Zeuginnen bei den Prozessen, die vor allem auch verbindlich für die Strafverfolgung vor nationalen Gerichten sind. Wir haben eine Zeuginnenstudie im Jahre 2000 gemacht über Opferzeuginnen des Bosnienkrieges, die zeigt unter anderem, dass gerade die regionalen Gerichte in Bosnien, die nun die Prozesse mehr und mehr von Den Haag übernehmen, Zeuginnen völlig unzureichenden Schutz bieten, geschweige denn irgendwelche Beteiligungsmöglichkeiten. Das Wohlergehen der Zeuginnen, und ich spreche hier von allen Tribunalen, muss eine zentrale Aufgabe sein und nicht notwendiges Übel. Auch müssen viel mehr Frauen als Zeuginnen gewonnen werden. In unserer Studie stellte sich heraus, dass lediglich 13% der Zeugen vor dem ICTY und der Kriegsverbrecherkammer in Sarajevo weiblich waren. Die Gerichte sind viel zu rasch bereit, dafür die Frauen selbst, angeblich ihr Schweigen aus Scham oder ihre Gesellschaft verantwortlich zu machen. Die Gerichte sollten sich vielmehr fragen, was sie tun können und müssen, um sich das Vertrauen und die Kooperation von Frauen zu verdienen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Transparenz, Respekt
und ihnen mehr Kontrolle über das Geschehen zu geben und auch die Möglichkeit, ihre Ansichten wirkungsvoll in den Gesamtprozess einzubringen. Und auch ist die Frage überhaupt nicht geklärt, welche Gerechtigkeitsvorstellungen Überlebende selber haben und wie diese auch wirklich umgesetzt werden können. In unserer Studie haben wir auch aufgezeigt, wie schwer es vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gerichte fällt, professionell mit dem Thema sexualisierte Gewalt umzugehen. Und wie viele geschlechtsstereotype Vorstellungen eine Kommunikation gerade mit diesen Zeuginnen erschweren. Ein traumasensibler Umgang mit Opferzeuginnen ist allerdings unerlässlich, will man Kriegsverbrechen wirklich verantwortlich strafrechtlich verfolgen. Trotz aller Probleme ist die Aussagebereitschaft von Frauen häufig viel größer, als Ankläger vermuten. Es ist meist nicht die Scham, die Frauen daran hindert, auszusagen. Bei der Kriegsverbrecherkammer in Sarajevo haben wir gesehen, dass Frauen durchaus aussagen wollten, auch vor Publikum, dass aber die Richter und Staatsanwälte dies zu verhindern suchten mit dem Argument der Schamhaftigkeit der bosnischen Frauen. Doch die Frauen wollten, dass die Welt erfährt, was ihnen geschehen ist und was sie erlitten haben. Und hier stellt sich die Frage, ob es nicht eher um die Projektion der Richter ging. Unsere Rechtsnormen reflektieren gesellschaftliche Werte und sie reproduzieren sie auch. Ebenso das vor allem auch männliches Personal, welches nicht wertneutral handelt, sondern seine eigenen Wertevorstellungen mitbringt und damit Prozessverlauf und Zeuginnenbefragung, das ist etwas, was wir auch von deutschen Vergewaltigungsprozessen nur zu gut kennen, also Prozessverlauf und Zeuginnenbefragung mit seinen eigenen geschlechtsspezifischen Vorurteilen und auch mit gesellschaftlichen Vorannahmen über Rasse, Klasse und Geschlecht prägt. Das Fatale allerdings ist, dass diese Vorannahmen oft verborgen bleiben, aber Teil eines Common Sense sind. Ich komme zum Ende. Wenn es der internationalen Gemeinschaft und dem Haager Strafgerichtshof nicht nur um den juristischen Selbstzweck geht, sondern laut ihrem eigenen Anspruch auf deren Homepages nachzulesen, auch um Friedensstiftung und Gerechtigkeit für eine Nachkriegsgesellschaft, dann müssen sie eine Antwort finden, wie Gerechtigkeit auch für die überlebenden Frauen umgesetzt werden kann. Ich danke Ihnen. Wir geben das nachher, machen wir auch noch eine Diskussion. Ich habe schon gesehen, dass Sie unmutig sind. Okay. Ja, ich freue mich sehr, dass Silke Studzinski noch bei uns ist. Silke Studzinski hat als Rechtsanwältin 4 Jahre lang als Nebenklägerin im Kambodscha-Tribunal sehr, sehr viele Frauen vertreten. In Kambodscha hat ja die eigene Regierung, ihr eigenes Volk, man spricht von fast einem Völkermord an fast 2 Millionen Menschen, begangen. 30 Jahre später, 2006, sind die ersten Richter und Richterinnen vereidigt worden und hat dieses Tribunal, ein sogenanntes hybrides Tribunal, seine Arbeit aufgenommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie uns heute über Ihre Erfahrungen berichten. Und vor allen Dingen würde ich auch gerne noch mal das aufnehmen, was Frau Hauser gerade eben gesagt hat, nämlich dass das Kriegsverbrecherkammer in Sarajevo ja offenbar auch etwas anders agiert hat als das Jugoslawien-Tribunal und ob sie diese doch verstärkte Blindheit auch in Kambodscha bei dem Tribunal haben feststellen können. Ja, danke schön für die Frage. Auch dazu kann man eine sehr umfassende Antwort geben. Ich war nun 4 Jahre in Kambodscha und habe dort die Nebenklage vertreten. Und das ist ein Tribunal, das ja sehr spät entstanden ist, vergleichsweise zu den anderen, aber deshalb wirklich nicht besser ist. Und im Hinblick auf geschlechtsbezogene Gewalt, sexuelle Gewalt, man muss sagen, blinder war als andere Tribunale. Und erst im Laufe der Zeit etwas sich entwickelt hat, sagen wir mal so. Ich
fange vielleicht einmal an mit dem Stichwort Hybrid-Tribunal. Was heißt das eigentlich? Ist das eine gute Sache? Kann das eine gute Sache sein? Wenn ich nur mal daran anknüpfe, Richter und Richterinnen hätten im Jahre 2006 die Arbeit aufgenommen, so trifft das nur die internationale Seite, nämlich es ist ein nationales Gericht, was von der UN unterstützt wird, aber nur auf der internationalen Seite befanden sich in allen Kammern auch Richterinnen. Die nationale Seite, auf der nationalen Seite gibt es nicht eine einzige. Und die Staatsanwaltschaft, und das ist dann etwas, was Monika auch schon erwähnt hat, es geht wirklich darum, wer sitzt da und wer trifft Entscheidungen. Und in diesem Gericht ist es so, dass alle Abteilungen gemischt zusammengesetzt sind, also aus kambodschanischen Menschen und internationalen Menschen zusammengesetzt sind. Allerdings die Gender-Kompetenz zu keinem oder zum Anfangszeitpunkt, und das ist der Zeitpunkt, wo Weichen gestellt werden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft männlich eine Strategie, und zwar ohne Beachtung der Realität, eine Untersuchung am Schreibtisch macht von dem, was schon alle möglichen Leute über das Khmer Rouge-Regime geschrieben haben. Und das fängt mit folgender These an. Die Khmer Rouge waren brutal, die Khmer Rouge haben gefoltert, haben einen Großteil der Bevölkerung umgebracht oder nicht mehr versorgt oder jedenfalls die dann verhungert sind oder nicht behandelt werden konnten. Aber im Hinblick auf sexuelle Gewalt waren sie puritanisch. Das war verboten und deshalb gibt es das nicht. So. Wenn man so an einen Fall rangeht, dann ist man überwältigt, so wie die Staatsanwaltschaft mir dann sagte, von vielen, man weiß nicht genau wie viel, es wird immer gesagt, vielleicht 1,7 oder 2 Millionen Toten und davon so überwältigt, dass man keine Kraft mehr hat und gar kein Auge mehr hat und deshalb nicht nur auf einem Auge blind ist, sondern auf beiden Augen blind ist, um hier tatsächlich die Fragestellung überhaupt nur aufzubringen, gab es sexuelle Gewalt? Wenn ja, wie sah die aus? Und wie können wir sie kompetent ermitteln? Und das ist, was in diesem Gericht nicht, überhaupt nicht gelaufen ist. Als ich dorthin kam, das war im Februar 2008, war, ich will nicht sagen, es ist schon zu spät, aber natürlich die Staatsanwaltschaft bereits anderthalb Jahre ermittelt hatte und die Weichen so gestellt hatte, dass das, was die Untersuchungsrichter, Richterinnen gab es auch dort nicht, die beiden dann tatsächlich auf den Tisch bekamen und woran sie gebunden waren, das betraf keine sexuelle Gewalt. Als ich also dorthin kam, war das also bereits bestimmt der Untersuchungsgegenstand. So, wenn man dann, welches Buch auch immer, über die Khmer Rouge-Zeit liest, dann stößt man auf Zwangsheiraten. Dann stößt man darauf, dass die gesamte im heiratsfähigen Alter befindliche Bevölkerung von den Khmer Rouge gelenkt, von Angkar, der sogenannten Organisation gelenkt, verheiratet worden ist. Und nicht nur das, verheiraten könnte man sagen, naja, wo ist das Verbrechen? Es geht natürlich darum, eine Bevölkerung, also die Bevölkerungszahl zu erhöhen, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Das heißt, der Ziel war natürlich, und das steht dann hinter der Zwangsheirat, das war die Fortpflanzung, die dadurch also die Bevölkerung zu erhöhen. Und dann hat man, wenn man dann sich ansieht, was kann das, ist das ein Verbrechen? Wenn ja, wie könnte dieses Verbrechen denn juristisch gesehen eigentlich aussehen? Gibt es dafür überhaupt irgendeinen Tatbestand in dem, was wir als Statut in Kambodscha haben? Und so fingen wir, also das heißt die Nebenklage damit an, diese Verbrechen Stück für Stück überhaupt zu benennen,
Anträge einzureichen, zur rechtlichen Beurteilung etwas zu sagen. Und bis es schließlich dazu kam, bis im Jahre 2009, und zwar nur auf Initiative der Nebenklage, die das natürlich nicht erfunden oder entdeckt hatte, denn die Zwangsheiraten waren bekannt, die massenhaften Zwangsheiraten, wo übrigens Männer und Frauen Opfer sind, diese Zwangsheiraten als sexuelle Gewalt in das Verfahren einzubringen. Das ist am Ende nach vielen Mühen tatsächlich gelungen. Aber auch hier geht es natürlich nur zwei Schritte vor und drei zurück. Denn nachdem Zwangsheiraten aufgenommen worden sind, nach viel Widerstand, viel Inkompetenz in den Ermittlungen, ich gebe mal so ein kleines Beispiel, wo Ermittlungsanträge von uns zurückgewiesen worden sind, mit der Begründung, wir haben doch bereits die Zeugen oder diesen Zeugen vernommen, die aus Versehen oder aus eigenem Antrieb auch etwas über Heirat erzählt haben, dann sagt der Zeuge laut Protokoll, ich habe im Jahre 1978 mit 5 anderen Paaren gemeinsam geheiratet. Full stop. Ich frage, wo ist das Verbrechen? Das alleine sagt überhaupt nichts. Natürlich kann man im Jahre 1978 mit 5 anderen Paaren heiraten. Das ist keine Straftat. Wenn wir dann Anträge erstellt haben, damit nachermittelt wird, damit diese inkompetente Befragung, die nämlich gerade nicht stattgefunden hat oder einfach nur entgegenzunehmen, was die Zeugen eigeninitiativ sagen, ohne nachzufragen und zwar kompetent nachzufragen, wurden solche Anträge zurückgewiesen. Das ist so ein kleines Beispiel über viel Inkompetenz. Wir haben jetzt eine gerade ganz frische Baseline-Study zur Gender-Kompetenz und zu den Ermittlungen von sexueller Gewalt. An diesem Gericht wurde die durchgeführt und es fängt damit an, dass der meiste, entscheidungsbefugte Personal, also P4 und darüber Stellen, haben wir einem Gesamtgericht betrachtet 17% Frauen. Auf der internationalen Seite allein betrachtet sind es 25%. Das alleine sagt sicherlich auch noch nichts aus, denn es geht ja auch um Kompetenz und nicht alleine um welches Geschlecht das Personal hat. Aber auch das alleine jedenfalls reicht sicherlich nicht aus. Die Umfrage oder diese Studie hat dann auch ergeben, nachdem du, Monika, gerade über die UN-Resolution 1325 und folgende gesagt hast, die Frage danach, haben diese Resolutionen eine Bedeutung für ihre Arbeit, wurde beantwortet, ja, wir haben davon gehört, dass es sie gibt, aber was hat das mit unserem Gericht zu tun? Die Frage speziellen Ermittlungen oder Ausgestaltung von Verfahren mit Hinblick auf Gender. Die Frage wurde mit Unverständnis beantwortet und sagt, wir ermitteln hier Menschenrechtsverletzungen. Wir müssen doch unabhängig sein. Warum sollen wir hier auf speziell gegen Frauen begangene Verbrechen achten? Da unser Auftrag das ist das Herangehen von dem Personal. Da kann man natürlich selbstverständlich nicht sehr viel erwarten. Ganz zu schweigen natürlich von sexueller Gewalt, die außerhalb des Kontexts von Zwangsheiraten stattgefunden hat. Diese wurde komplett ignoriert mit der absurden Begründung, es sei keine Policy gewesen, keine Politik gewesen. Auch das bleibt natürlich weit hinter dem, was man erwartet und man muss sagen, was tatsächlich beim ICC doch in einigen Punkten etwas besser ist, auch wenn das erste Verfahren nicht gerade so das Pilotverfahren ist, aber jedenfalls das kambodschanische Gericht im Hinblick auf Gender-Kompetenz, einen Gender-Blick überhaupt zu haben, kann man weder, was das Personal angeht und ein Bewusstsein, natürlich gibt es auch Ausnahmen dort, aber dann in der Regel nicht in entscheidungserheblichen Positionen, kann man
also hat leider keine, kann kein Modell sein. Aber weil ich eben gesagt habe, zwei Schritte vor, drei zurück, nachdem wir schließlich nach langem, langem Mühen und vielen Vorurteilen, die mir insbesondere entgegengebracht worden sind, also überhaupt darüber das anzusprechen und ich meine ein bisschen wie hysterisch, aussätzig oder sonst wie verrückt oder so behandelt worden bin, hat dann, nachdem es aufgenommen worden ist, also Zwangsheirat als anderer unmenschlicher Akt nur, weil Zwangsheirat ist kein, keine Straftat unter Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder unter Kriegsverbrechen, übrigens auch nicht beim Internationalen Strafgerichtshof, muss man sagen, leider, da ja in vielen der Verfahren durchaus Mädchen, junge Frauen, Milizen übergeben werden und dann unter dem Deckmantel der Heirat auch sexuell ausgebeutet werden. Aber sicherlich eines, wenn wir nochmal auf Normen kommen, eines der Delikte, die nicht, auch nicht im Romstatut mit einbezogen sind. So, es wurde also angeklagt in Kambodscha, Zwangsheiraten. Erst kürzlich, im September 2011, wurde dann das Verfahren abgetrennt. Und dann haben wir natürlich wieder die altbekannte Priorität, und ich möchte es mal mit einem alten, gar nicht mehr so modernen Wort benennen, dem Nebenwiderspruch zu tun. Wir haben nämlich wieder, welche Verbrechen kommen dann als erste? Natürlich eine Abtrennung, wir haben alte Angeklagte, ist nicht völlig unsinnig. Im Gegenteil, ich halte es auch, um überhaupt noch ein zweites Urteil zu erreichen, für sinnvoll, das Verfahren, was sehr komplex war, viele Straftaten, viele Tatorte betraf, abzutrennen und zu begrenzen. Aber es wird natürlich nicht begrenzt und ein Highlight auf die sexuellen Straftaten gelegt, sondern auf die ersten Zwangsumsiedlungen und dann gleich zwei Zwangsumsiedlungen. Der Rest ist abgetrennt und ich bin mir sicher, wenn noch andere sogenannte Mini-Verfahren dort wieder, also im Anschluss noch geführt werden sollten, falls die Angeklagten dann noch leben sollten, dann werden Zwangsheiraten an allerletzter Stelle kommen. Da bin ich jetzt schon sicher. Und das, und dann muss man sehen, wie viele Nebenkläger und Nebenklägerinnen gibt es in diesem Gericht, wenn wir nach Verbrechen sehen, dann gibt es die meisten, die sind Opfer des ersten Zwangsumsiedlung von Phnom Penh am 17.04.75, 781. Jetzt können Sie raten, wie viele Opfer von Zwangsheiraten sind, also von denen, die sich jetzt als Nebenkläger, Nebenklägerinnen beworben haben, es sind 780. Eine Person weniger, das im Grunde genommen nicht wirklich signifikant ist, also so ein Unterschied. Und erst mit weitem Abstand dann dazu folgen, die zweite Zwangsumsiedlung mit etwa 350 Nebenklägern und Nebenklägerinnen und so weiter. Und dann andere Tatorte mit sehr viel weniger Nebenklägern und Nebenklägerinnen, die betroffen sind. Wenn man also sagt, ein Gericht soll und muss natürlich auch nicht nur arbeiten daran, hier ein faires Verfahren, in einem fairen Verfahren zu einem Urteil zu kommen, dann, wenn es weitere Bedeutungen hat, wie Versöhnung, Gerechtigkeit, einen Dialog zu beginnen nach einer kriegerischen Auseinandersetzung oder bewaffneten Auseinandersetzung, dann muss man natürlich auch die Anzahl der jeweiligen Opfer und um welche Verbrechen es sich handelt, natürlich auch entsprechend reflektieren in dem, was man dann auswählt. Und wieder sind damit die Zwangsheiraten, also nachdem sie gerade einbezogen waren in 2010, wieder rausgeflogen. Es ist also im Grunde genommen, wenn man dann vielleicht noch einen Satz oder noch einen anderen Aspekt oder so, den ich erwähnen möchte, bringen solche Verfahren eigentlich Gerechtigkeit für die Opfer, jetzt mal ganz allgemein betrachtet, und dauern sie nicht viel zu lange, sind sie nicht viel zu teuer, sind sie eigentlich, gibt es überhaupt eine Rückkopplung zwischen dem, was dort im Gericht passiert und dem, was die
eigentlichen Opfer oder wo die leben. Wir haben in Kambodscha immerhin den Vorteil, dass das Gericht, und das ist ein wirklich großer Vorteil, das Gericht ist am Ort oder im Land der Verbrechen und natürlich nicht wie der internationale Strafgerichtshof immer auf jeden Fall weit entfernt. Das ist ein groß, und wir haben den größten den größten Zuschauersaal mit fast 500 Plätzen. Das ist außergewöhnlich, wenn man sich in Den Haag die Gerichte anguckt, die dann vielleicht, ich weiß nicht, 30, 40 oder so in dem Schätzmal, ne, Zuschauerplätze und Zuschauerinnenplätze haben, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied und es wird auch wahrgenommen, es kommen Leute dorthin. Also natürlich mit Unterstützung der entsprechenden Gerichtseinheiten dort. Das ist ein Riesenvorteil, aber natürlich jetzt, wenn wir wieder auf die Sexualstraftaten sehen, war schon klar mit Anklageerhebung, Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt außerhalb der Zwangsheiraten wird es auf gar keinen Fall hier in diesem Gericht geben, haben NGOs und dann wird auch nochmal anknüpfend an das Solkang gesagt hat, die Rolle von NGOs und vielleicht anderen Wegen und Mitteln von Justiz oder von Gerechtigkeit, wenn man dieses große Wort nehmen möchte. Wir haben ein Women's Hearing gemacht im Dezember letztes Jahr und zwar mit einem Panel, was auch extra nicht Gericht hieß oder mit einem Gericht vergleichbar sein sollte, also ein Panel mit zwei nationalen und zwei internationalen Expertinnen und Frauen und Männern, die ausgesagt haben, entweder als Augenzeuginnen von sexueller Gewalt oder direkt Betroffenen. Und die Betroffenen, die ausgesagt haben dort und natürlich auch Experts, die, Sachverständige, die ausgesagt haben, mit sehr vielen Opfern von sexueller Gewalt, die dort anwesend waren, das Ergebnis und die Nachbefragung, wie geht es euch jetzt eigentlich danach, die gesagt haben, jetzt habe ich Gerechtigkeit gefunden. Und da ging es nicht um Täter oder Täterinnen, es war niemand angeklagt, es war also wirklich bewusst fern von einem Setting, wie man es in einem Gericht hat, mit Staatsanwaltschaft, Gericht und Angeklagten und allem drum und dran, sondern bewusst anders aufgezogen, um auch keine Konkurrenzveranstaltung da überhaupt nur den Anschein aufkommen zu lassen. Und dann finde ich, wenn man sich dann anguckt, kostenmäßig Gerechtigkeit empfunden zu haben und natürlich auch für diejenigen, die anwesend waren und sich in den Stories wiedergefunden haben, was ein ganz wesentlicher Punkt ist von Anerkennung und Wahrnehmung und auch wieder, vielleicht das auch noch als Satz, das du gesagt hast, Monika, ist es wirklich nicht so, dass die Betroffenen nicht sprechen wollen. Es geht darum, ein Setting und Umstände zu schaffen, in denen ihnen das möglich ist. Und wenn man natürlich für den Bereich von Sexualstraftaten nicht fragt, bekommt man in der Regel auch keine Antwort oder eben selten eine Antwort. Das heißt, man muss Umstände schaffen und dazu gehört wirklich Kompetenz. Und wir hoffen, dass der Internationale Strafgerichtshof vielleicht da einige Sachen gelernt hat von den Vorgängern. Aber nur dann, wenn man ein Interesse daran hat, wenn es der politische Wille ist, das als Strategie auf seine oder ihre Agenda zu schreiben, dann kann man tatsächlich sehr wohl solche Verfahren oder solche Straftaten ermitteln. Und natürlich in den andauernden Konflikten, spielt jetzt weniger eine Rolle in Kambodscha, weil es lange her ist, aber natürlich Zeuginnenschutz ein ganz maßgeblicher Punkt ist, um Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen. Ich würde vielleicht hier an der Stelle erstmal aufhören mit Kambodscha. Ich würde sonst vielleicht später in einer anderen Runde noch ein bisschen zum internationalen Strafgerichtshof dann sagen. Noch eine Nachfrage. Sie haben ja mal in einem Spiegel-Interview, ich glaube, es war Spiegel T Online, haben Sie ja gesagt, die Zwangsverheiratung, das werte ich als Vergewaltigung. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen, weil ich glaube, das ist natürlich auf den ersten Anschein, wenn man das hört. Als Jurist oder Juristin denkt man, oh, wie denn das auf den zweiten Anschein vielleicht gar nicht mehr. Dann will ich ein ganz klein bisschen zurückgehen und ein bisschen beschreiben, wie sahen diese, wir haben ein Muster von den Zwangsheiraten, die fast überall in gleicher, mit ganz wenigen regionalen Abweichungen gleicher Art durchgeführt worden sind. Das heißt, davon man ableiten kann, dass es eine Anordnung dazu gegeben hat und später Pol Pot auch gesagt hat, ja, es geht darum, die Bevölkerung zu vergrößern. Es wurden
Männer Männer versammelt, zusammengerufen zu einem Meeting, meistens abends, um das Tageslicht für die Arbeit auszunutzen auf dem Feld oder in Dämmen zu bauen. Und meistens abends, also wurden Männer und Frauen zu einem Meeting, einem politischen Treffen zusammengerufen. Es gab eine politische Ansprache und danach wurden sie oft gegenüber, oder meistens gegenübergesetzt und wurde dann gesagt, so, das ist jetzt dein Ehemann, das ist jetzt deine Ehefrau. Und am selben Abend wurden diese Paare dann in Hütten, manchmal, wenn es zu viele waren, weil die Gruppen waren in etwa, man kann sagen, zwischen 200 und 300 Paaren gibt es Berichte, das ist eher seltener, aber sagen wir mal im Schnitt 40 bis 80 Paare war durchaus normal, solche Gruppenheiraten zu machen, wurden sie dann zusammengeführt und hatten den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Was verknüpft war mit dem Gegenstand Heirat, heißt natürlich nicht nur heiraten, sondern den Geschlechtsakt zu vollziehen, das war ja der Zweck dahinter. Und das wurde kontrolliert und überwacht. In Kambodscha stehen viele Häuser auf Stelzen wegen der Fluten und des Hochwassers. Und dann waren Khmer Rouge-Soldaten, die dann unter den Häusern in der Regel kontrolliert haben, kommt das Paar miteinander klar, woraus man dann, wenn das nicht der Fall war, geschlossen hat, dass der Sexualakt nicht vollzogen worden ist und dann Umerziehungsmaßnahmen stattfanden. Einige haben versucht, dem natürlich auch zu entfliehen, wurden zurückgehalten, wurden bestraft. Einige haben Selbstmord begangen, weil sie sich dem entziehen wollten. Andere haben sich einfach, und die meisten haben sich letztendlich einfach gefügt, weil sie schon wussten, was ihnen ansonsten passiert. Wenn man sich dieses Setting anguckt und dann das Ergebnis einer Studie, dann kann man feststellen, dass es vielleicht nicht sehr viele Befragte, es sind knapp 200 Personen befragt worden in einer längeren Studie einer Australierin, Peck Levin. Und daraus ergab sich, dass 86% der männlichen Teile dieser Ehepaare direkt die Anordnung bekamen, den Geschlechtsverkehr auszuüben. So, wenn man sich das vor Augen hält, das wurde durchgeführt von den Village Chiefs, also den Chefs der Dörfer oder der Mobileinheiten, der Arbeitseinheiten und so weiter, oder der Ministerien, je nachdem, wo die Leute zusammengeführt worden sind. So, wenn man sich dann, und das war natürlich auch eine Herausforderung für mich und uns dort, wie kann man dieses Setting, was sich so in keinem der anderen Tribunale wiederfindet, wir haben nur Sierra Leone, dort gab es Verurteilungen wegen Zwangsheiraten, aber in einem ganz anderen Setting, wo ganz klar ausschließlich Mädchen und Frauen die Opfer sind und nicht beide Teile dieses Ehepaars Opfer sind. So, das heißt, es gab die Herausforderung, wie kann man das juristisch einordnen eigentlich? Mein Weg war dann, und der Vorschlag auch, der dann auch aufgegriffen worden ist, war, das als erstens Vergewaltigung und zwar von beiden, angeordnet durch Dritte, von den beiden Teilen dieses Ehepaares. Und dann natürlich setzt das einen Vergewaltigungsbegriff, ich will das nicht zu juristisch werden, aber einen Vergewaltigungsbegriff voraus, der genderneutral ist. Ansonsten kommt man mit einem sehr engen Vergewaltigungsbegriff, der sich ausschließlich auf die Penetration bezieht, nicht weiter, um das abzudecken. So. Das vielleicht als kleine, aber ohne da weiter darauf einzugehen. Unser Vorschlag war dann natürlich noch, ganz andere Aspekte mit hineinzubringen, und zwar der Aspekt, dass diese Ehepaare zusammengeführt worden sind als für eine bestimmte Zeit, dann auseinander getrennt worden sind, um an ihren Arbeitsplatz zu gehen, um dann nach entweder 10, 20, 30 Tagen wieder zusammengeführt zu werden. Das heißt, das ist eine Form auch von sexueller Sklaverei, die laut Statut kein Tatbestand bei uns ist, weil aber zumindest dann als eine Form von Sklaverei, also unter Enslavement, fallen könnte. Dann als eigener Tatbestand von Zwangsheiraten. Dann wollten wir, dass es als für die Frauen, die daraus schwanger wurden, als erzwungene
Schwangerschaft als zumindest anderer unmenschlicher Akt mit angeklagt wird. All das ist zwar nicht erfolgt, aber wäre sicherlich noch, wenn es jemals überhaupt verhandelt werden würde, sicherlich noch im Ermessen, zumindest nach unserem Prozessrecht möglich, dass die Trial Chamber eine andere Beurteilung, eine andere rechtliche Beurteilung der Fakten vornimmt. Also die Möglichkeit besteht durchaus noch. Aber deshalb steht ganz im Vordergrund, und das mindestens ist von der Staatsanwaltschaft Untersuchungsrichtern aufgenommen worden, die Anklage geschrieben haben, es handelt sich hier um Vergewaltigung. Das ist klar festgestellt worden, und um andere Formen von sexueller Gewalt und um Zwangsheirat als andere in unmenschlicher Akt. Allerdings, vielleicht noch eins dazu, weil auch das macht das Ganze noch viel schwieriger, weil wir haben jetzt inzwischen zwei, drei Entscheidungen von verschiedenen Gerichten oder Kammern in Kambodscha, die die Frage stellen, war Vergewaltigung im Jahre 1975 überhaupt ein Verbrechen als unter Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es kam nämlich, ist nicht erwähnt im Nürnbergs Statut, es war erst in dem Kontrollratsgesetz Nummer 10 ein gelistetes Verbrechen. So, und wir haben inzwischen drei Negativentscheidungen, muss man sagen, die sagen, für dieses als gelistetes Verbrechen gab es im Jahre 1975 wegen der großen Lücke zwischen dem, was nach dem Zweiten Weltkrieg an verschiedenen Verfahren stattfindet und ja, so, Monika schon erwähnt hat, wenig Beachtung bis gar keine auf Sexualstraftaten gelenkt worden ist, es aber auch oft gar nicht in den Statuten war. Und dann eine große Lücke war im Kalten Kriegszeiten, eigentlich nichts stattgefunden hat bis 1975. Deshalb haben wir jetzt noch keine, ja, aber jetzt immerhin schon eine Supreme Court Appeal Entscheidung, die sagt, Vergewaltigung war kein aufgelistetes Verbrechen. Das heißt, was auch immer die Trial Chamber in Fall 2 jemals machen würde, wir haben schon eine höhergerichtliche Rechtsprechung, die vorgibt, kann man sagen, wie mit diesem Problem umzugehen ist. Aber das ist vielleicht auch etwas sehr juristisch. Aber das sind andere Probleme und Hürden, wenn man über etwas verhandelt, was eben so lange zurückliegt und nicht auf das, was wir im Rom-Statut jetzt haben, einfach nicht zurückgreifen können wegen des Rückwirkungsverbotes, was auch korrekt und richtig ist und was ich auch nicht abstreiten möchte. Aber das macht es besonders schwierig. Und da sieht man, wie Vergewaltigung und sexuelle Gewalt überhaupt behandelt worden ist, noch international oder als internationales Verbrechen in der Zeit 1975-79, weil das ist für uns, auch wenn wir heute das Gericht haben, die Grundlage natürlich. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja reichlich Stoff hier bekommen. Ich möchte gerne eine Runde noch drehen unter einem ganz anderen Aspekt, weil es gibt ja auch die Gegenbewegung, sage ich mal, zu den Opfern. Es gibt sozusagen die Gegenbewegung, die behauptet, in der juristischen Literatur ganz stark, die dann, die so besagt, der Opfer, das ist das Jahrhundert der Opfer, die Täter, den Tätern wird das nicht mehr gerecht, der anwaltliche Schutz wird unterminiert und ähnliche Dinge, insbesondere durch die Fortentwicklung der internationalen Strafgerichtsbarkeit, wie sie im Jugoslawien-Tribunal vor allem, im Ruanda-Tribunal, aber natürlich auch durch das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs gemacht worden sind. Wie siehst du das, Wolfgang? Naja, also es muss ja kein Widerspruch sein. Es ist ganz einfach, jeder Angeklagte vor einem derartigen Gericht hat eine vernünftige Verteidigung verdient. Und das muss nicht unbedingt im Widerspruch stehen zu Opferrechten. Und dass gerade in der Anfangszeit auch beim Jugoslawien-Tribunal, aber auch bei anderen Gerichten nicht der Fall war, das kann man wohl annehmen. Also man muss sich das schon vorstellen, dass da die vielleicht am besten ausgestattete Anklagebehörde der Welt teilweise über Jahre Tausende von Akten irgendwie anlegt, um einen bestimmten Sachverhalt zu ermitteln und dann nach 3, 4 oder 5 Jahren vielleicht dann irgendwann mal Verfolgungsmaßnahmen gegen eine Person ergreift und dann vielleicht irgendwann mal diese Person dann inhaftiert oder später dann vielleicht angeklagt wird. Und dann werden halt Verteidigungsteams bestellt.
Und die haben wirklich keine guten Karten. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Also gegen so eine Übermacht irgendwie anzugehen, haben die keine guten Karten. Und da haben die am Anfang wurde das einfach nicht genügend beachtet von den Tribunalen, dass das Recht auf Verteidigung auch ein Menschenrecht ist. Und so, das ist das eine. Das andere ist, und das habe ich ja kurz angesprochen, im Lubanga-Urteil wird über ja, vielleicht hunderte von Seiten die Schwierigkeit von solchen Ermittlungen geschildert. Und da kann man, ich komme auch aus der Strafverteidigung, da als Strafverteidiger fühlt man natürlich, was es da alles für Probleme gibt. Weil es ist natürlich ein Problem, wenn die sich mittels Personen bedienen müssen, wenn nicht die Ermittlerteams selber in die Dörfer gehen können, ermitteln, sondern wenn die sich mittels Personen bedienen müssen, diese mittels Personen dann potenzielle Opfer, Zeuginnen oder Zeuginnen irgendwie ansprechen, dass zum Teil, das liest sich auch in dem Urteil so, schlecht dokumentiert wird, dass dann in dem Urteil drin steht, wir wissen nicht, wie diese Mittelsperson in diesen Ermittlungen aufgetaucht ist. Da gibt es natürlich Probleme noch und nöcher. Und dann gibt es die Probleme in der Tat, hier speziell auf Strafverfahren, wo es eben mit Gegenstand sexualisierter Gewalt ist natürlich schon ein Widerspruch, wenn einerseits eine gesonderte Behandlung verlangt wird, was natürlich zu der Allgemeinheit der Gesetze, zu der Allgemeinheit der Strafgesetz, der Strafprozessordnung in einem natürlichen Spannungsverhältnis steht. Da ist schon einiges an Sprengstoff und wir führen ja diese Diskussion auch intern, weil wir das eben gerade nicht wollen, dass Opferschutz ausgespielt wird gegen den Anspruch von Angeklagten auf ein faires Verfahren. Aber das Problem ist halt, es kostet Geld. Und wofür wird das Geld irgendwie ausgegeben? Also ich meine, es wird, das ist auch etwas, das müssen sich die Leute vergegenwärtigen. Wenn man den Anspruch hat, als Weltgemeinschaft im Fall von Den Haag, oder zumindest als riesengroße und auch finanziell potente Staatengemeinschaft, solche Verfahren beispielhaft durchzuführen in Den Haag, dann kostet das einen Aufwand, einen personellen Aufwand und einen finanziellen Aufwand, den man entweder bereit sein muss zu tragen oder man lässt sich halt nicht auf das Abenteuer Strafverfahren ein, weil ein Strafverfahren wirkt immer, wenn es ein faires Verfahren soll, die Möglichkeit eines Freispruches in sich. Und die muss man auch erstmal schaffen, indem man eben beide gleichberechtigt behandelt, Staatsanwaltschaft und Anklagebehörde und Verteidigung. Und das scheint im Moment zumindest noch nicht, sagen wir mal, allgemeiner Standard zu sein. Da würde ich gern noch ergänzen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, da zwei verschiedene Ebenen zu sehen, um es eben gerade nicht gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, Fair Trial, also einen fairen Prozess für den Angeklagten, ist der Boden, auf dem wir uns hier bewegen, gar keine Frage. Die andere Ebene ist aus der Sicht der überlebenden Frauen, der vergewaltigten Frauen. Wir haben bei keinem anderen Verbrechen eine so hohe Dunkelziffer wie bei Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt und so wenige Verurteilungen. Ich spreche nicht nur von Den Haag, ich spreche auch von deutschen Gerichten und natürlich von den Tribunalen. Also das heißt, ich erwarte natürlich von Justizexperten, sich hier endlich mal, und da gehört der politische Wille dazu, wie du das auch ganz klar gesagt hast, dass hier endlich mal von juristischer Seite sich Gedanken dazu gemacht werden. Wie können endlich, was ich auch schon gesagt habe, die Strategien für die Strafverfolgung so gemacht werden, dass die Dynamik von sexualisierter Gewalt endlich mit einbezogen wird? Wie können die Standards für den Schutz für die überlebenden Zeuginnen so gerichtet werden, dass die Settings gestaltet sind, dass die Frauen wirklich aussagen können? Und ich möchte es auch gern nochmal betonen, Frauen wollen aussagen. Das ist ein Mythos, der geschaffen wird von einer patriarchalen Gesellschaft und mit ihr den patriarchalen Richtern und Anklägern und so weiter, dass Frauen zu schamhaft wären. Wenn ich von Bosnien spreche, Frauen hatten ganz andere Gründe, warum sie nicht aussagen wollten. Sie hatten Angst vor Rache. Zum Beispiel, sie hatten Sorge um ihre Angehörigen, zum Beispiel.
oder Frauen sind nicht gefragt worden. Frauen haben uns gesagt, wir sind gar nicht gefragt worden, ob wir vergewaltigt wurden. Oder Frauen haben über jüngere Mädchen, die vergewaltigt wurden, nichts gesagt, weil sie nicht wussten, ob diese Mädchen das wollen, dass es ausgesprochen wird. Oder weil nur männliche Dolmetscher dabei waren und, und. Es sind so viele Fehler gemacht worden, die wir nach wie vor immer wieder sehen auch, dass sie real vorkommen. Da muss man anpacken und da erwarte ich auch von der internationalen und natürlich auch nationalen Justiz, hier diese Dinge endlich mal anzugehen, damit wirklich mehr Gerechtigkeit für die Frauen nun egal auf welcher Ebene erfolgen kann. Ja, ich denke, wir müssen schon im Blick haben bei der Frage Opferbeteiligung und Fair Trial und Angeklagtenseite, dass es sich hier oft oder in vielen Situationen um Massenverbrechen handelt. Das heißt, wir haben sehr viele Opfer und einen Weg zu finden, in dem Opferbeteiligung dann effektiv sowohl für die Opfer, also ich nenne sie jetzt mal Nebenkläger, also das heißt mit einer prozessualen Rolle im Verfahren haben, das braucht ganz viel Geld, wenn man das ernst nehmen will und wenn man wirklich sinnvolle Opferbeteiligung in einem Strafverfahren haben will. Und das gilt noch umso mehr für den internationalen Strafgerichtshof, der natürlich so weit weg ist und egal welche welches die nächsten Verfahren noch kommen sein werden, alle Situationen, das heißt eine Verbindung von überhaupt nur der Information oder dem Updaten derjenigen, die dort entweder im Kongo oder im Sudan oder sonst wo sind, in weiterhin andauerndem Krieg oft, und denen also Beteiligung, und Beteiligung bedeutet dann eben auch, nicht nur informiert zu werden, sondern auch involviert zu werden. Das heißt, dort tatsächlich aktiv eingebunden zu werden. Das heißt, dazu braucht es einen regelmäßigen Kontakt und dann oft mit Leuten, also Opfern, die keine Ahnung haben, was überhaupt ein Gericht ist, die keinerlei Vorerfahrung dazu haben. Und das Recht natürlich nicht, was dann der internationale Gerichtshof oder irgendein Tribunal sonst wo ist. Das bedeutet eine große, man kann das schaffen, aber man braucht sehr viel Personal, sehr viel Personen, die dazu in der Lage sind, erstens das zu übersetzen und Wege zu finden, die Opfer dann in angemessener Form zu Worte kommen zu lassen. Und das ist eine wirkliche Herausforderung und ich denke, dass ein zunehmender Unwille zu beobachten ist, jetzt auch beim internationalen Strafgerichtshof, wo also Feldbüros geschlossen werden, wo man versucht ganz stark auf kollektive rechtliche Vertretung zu setzen, auch wenn gleich ein Anwaltsteam, Anwältinnen-Team soll dann gleich 1700 Opfer mal eben vertreten, was nicht mehr sinnvoll ist. Also man kann, das sind einfach zu, wenn man das ernst nehmen will, es sind einfach, das kann man nicht machen. Also nicht, wenn man seriös es machen will und ernst macht. Aber dann soll Geld gespart werden, dann geht es darum, auch Interessenkonflikt gibt es nicht, deshalb also ein Team als Common Representatives und das reicht. Und da kann man nicht, also dann muss ich sagen, wenn es so ausgestattet ist und wenn das die Zukunft eigentlich sein soll, es wird eher noch mehr gespart als weniger, auch beim ICC, dann denke ich, sollte man eher nach anderen Wegen suchen als eine Form der Beteiligung, weil dann ist es wirklich nur noch also nach außen ein Lippenbekenntnis oder so, aber hat keinen Sinn mehr. Also obwohl ich eine Vertreterin bin und von solcher Beteiligung, ganz klar. Und, aber so jedenfalls braucht man es dann lieber gar nicht zu machen, da hat niemand was von. Und ich denke, dass es trotzdem so wichtig ist, die Opferbeteiligung in solchen Strafverfahren auch zu haben. Und nicht nur andere Maßnahmen, sondern dass es sich ergänzen muss. Man muss verschiedene Sachen machen, die man jetzt heutzutage unter dem schicken Begriff Transitional Justice, Übergangsjustiz, also nach einem Konflikt oder ja,
versucht, damit umzugehen, mit den Verbrechen, die passiert sind. Da braucht es verschiedene Elemente, um tatsächlich den großen Anspruch von Gerechtigkeit auch tatsächlich gerecht zu werden. Und ich kann sagen, nur für Kambodscha, wir hätten also Forced Marriage, die Zwangsheiraten werden noch nicht mal von Ferne in dieses Verfahren reingekommen, was noch so viele andere Dinge ausgelöst hat, wenn es die Nebenklage nicht gegeben hätte, wenn es diese Beteiligungsrechte nicht gegeben hätte, dann hätte sich eine NGO hinstellen können, hätte sagen können, oh, da haben wir jetzt mal gelesen, da gibt es diese Zwangsheiraten, was ist denn das, und bitte Gericht, unternimm mal was. Das ist, hätte längst nicht, und ich bin ziemlich sicher, wäre nie dazu gekommen, dass das von den Untersuchungsrichtern schließlich in die Anklage aufgenommen worden ist. Weil den Druck kann man wirklich nur entfalten, wenn man drinnen ist. Und deshalb muss das natürlich gemeinsam mit NGOs passieren. Da stimme ich Wolfgang voll zu. Aber man muss einen Fuß, man muss dort im Gerichtssaal praktisch stehen. Ansonsten hat man keine rechtliche Handhabe. Und das ist ja nur ein Beispiel, wie sexuelle Gewalt in ein Verfahren überhaupt reingekommen ist, an die vorher niemand überhaupt gedacht hat. Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch die Zeitfrage. Also der immense Zeitablauf, der jetzt gerade auch beim Kambodscha-Tribunal, aber auch jetzt letztendlich bei den Jugoslawien-Fällen, 20 Jahre her. Natürlich ist es die Strategie von Angeklagten dann, und in Kambodscha zum Beispiel, ich hatte ja jetzt Gelegenheit, da einer Verhandlung beizuwohnen, wo dann immer Stereotyp aufgestanden worden ist und gesagt worden, legen Sie mir doch bitte das Dokument im Original vor. Das war eine Verteidigungsstrategie. Und natürlich, je länger der Zeitablauf ist, umso schwieriger ist es auch, solche Anklagen zu führen. Ich würde jetzt doch gerne die Gelegenheit nutzen, auch eure Fragen, Kommentierungen, dass wir kurz die Runde öffnen ins Publikum hinein, bevor wir dann hier auch nochmal eine Abschlussrunde machen. Ich habe nämlich vorhin schon eine Wortmeldung gesehen. Ja, bitte schön. Ja, du wolltest das ohne Mikro machen? Mit, das kommt schon. Also erstmal, ich muss meinen Riesenaufschrei zurückhalten, wenn ich Ihre Unmacht mir anhöre oder Wirklosigkeit. Wollen Sie auch wissen? Ja, Bär, mein Name, Westberliner, überzeugt da immer noch. Berliner Einheit gibt es nicht. Ich will Ihnen kurz was zur Berliner Justiz sagen, damit Sie verstehen, was ich für eine Frage, damit Sie meine Frage verstehen, und ich würde dann auf die Frage eben von Ihnen vielleicht versuchen. Aber wenn es geht, kein Co-Referat, ganz schnell, bitte, gell? Ganz schnell. Was sich ganz angenehm in Berlin konstituiert hat oder beginnt zu konstituieren, ist, dass Verfahrenskorrespondenzabläufe in ihrer Mangelhaftigkeit bemerkt werden, mündliche Kommunikationsqualität innerhalb des Gerichtssaals zwischen Richter, Staatsanwaltschaft mangelhaft sind, wie mittlerweile wirklich war, die Unqualifiziertheit, sage ich mal, von Staatsanwälten und auch von Richtern bemerken, die nichts weiter als ihre Alimentierung sichern wollen und gar nicht mehr interessiert sind, sich weiterzubilden. Was passiert intern in Berlin? Das wird nichts weiter als online geschaltet, was dort bemerkt wird und intern an bestimmte Autoritäten in Berlin versandt. Glauben Sie mir, über diesen Weg erreichen wir Mitarbeiter, haben wir solche Wirkeffekte, dass die Leute in der Regel sofort suspendiert werden, sofort Veränderungen, sofort nachbessern, damit sie mal sehen, wie dieses hochzivilisierte Berlin funktioniert in der Justiz. Wo will ich mit meiner Frage hin? Frage, was ist, wenn Sie sagen, ich sag's mal, NGOs sich zusammentun und sagen, pass mal auf, in diese Regionen, in der Sie ja Kenntnis haben und sagen, pass auf, wie zum Beispiel dieses 600-seitige Urteil, was Sie da in den Händen haben, die Essenz kurz rausschreiben, kleiner Zeitungsartikel, und in dieser Region, ich will dies mal ruhig so ganz naiv formulieren, darf ich mal kurz sagen, nee, lassen Sie mich nur zu Ende führen, und als Daueranzeige 12 Monate schalten, und das jedes Mal, Frage an Sie, mit Ross und Reiter benannt. Erste Frage ist dazu, würde man diese Anzeige überhaupt so schalten können in dieser Region, da wo dieser, in dem Fall Kommandeur, seine Aktivitäten hat? Das sind doch dauerhaft, steht da Tropfen, hüllt den Stein, und das von Europa finanziert wird. Frage an Sie ist nur ganz platt, wenn das bei uns in Berlin, diese Transparenz und Online-Schalten wirkt, warum nicht auch vielleicht in den Regionen? Und deswegen meine Frage, und jetzt tun Sie es mal nur nicht bagatellisieren, sondern ernst nehmen.
bemühen Sie sich mal, was für Wirkeffekte kann man da auf Dauer erzielen? Okay, danke schön. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Ja, Kitty? Kitty Henschel, Gunda-Werner-Institut hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlichen Dank erstmal für die interessanten Beiträge und Diskussion. Ich wollte noch mal gerne nachfragen zu der Frage, die Birgit Laubach jetzt so ein bisschen zum Schluss gestellt hat. Ist es ein mehr ein Jahrhundert der Opferperspektive jetzt auch in Gerichtssälen? Also was jetzt hier dargestellt wurde, ist ja genau das komplette Gegenteil. So habe ich das jedenfalls noch mal wahrgenommen und kenne ich das auch. Gleichzeitig wollte ich Sie, Herr Karleck, mal fragen, Sie haben was von gleichberechtigter Behandlung von Anklage und Verteidigung gesagt jetzt, also auch in diesen ganzen Fragen. Bisher ist es ja eigentlich eine Ungleichbehandlung zu Lasten der Opfer. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kriegt man eine Gleichbehandlung, und ich rede da ja gar nicht so sehr nur von Opfern, sondern eben von Zeuginnen. Ja? Wie werden denn die Zeuginnen, also wie kann man es eigentlich schaffen, dass die Problematik, die wir hier gerade thematisiert haben, ja auch nochmal als ein strukturelles Problem im Kontext von Kriegen zum Beispiel ernst genommen wird bei Gerichten. Also die Justiz ist nicht gut vorbereitet, die Richter haben nicht genug Ahnung und Kenntnis davon, die Staatsanwaltschaften auch oft nicht oder unterschätzen die Dynamiken auch, und die Verteidiger wollen es sowieso nicht, ist ja klar. So, und in dieser Gemengenlage, wie schafft man da eigentlich, also für mich ist es eine Frage erstmal, wirklich dieses Problem so weit auch vor Gericht und vor den Internationalen Strafgerichtshof als eine anerkannte Institution, Rechtsinstitution zu bringen, dass sie neben Klägerinnen da auch die gleichen Rechte zugemessen gekriegt haben, weil das haben wir ja gehört, dass genau das nicht funktioniert. Schön. Mein Name ist Michelle Dörlemann, ich bin Juristin im Bereich Menschenrechte und auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und was mich interessiert, ist ein Punkt, der jetzt auch gerade am Ende nochmal angesprochen wurde. Da ging es um den Einbezug von Nichtregierungsorganisationen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und würde gern wissen, ist denn da überhaupt eine Offenheit seitens der gerichtlichen Institutionen? Also, ist der Wille überhaupt da, zum Beispiel lokale NGOs einzubeziehen, die ja nun lokal verankert sind, die Sprache sprechen, das kulturelle Verständnis haben? Und mir kam so der Gedanke, Beispiel Kongo, da gibt es halt wahnsinnig viele lokale NGOs, die sich mit der Gewalt, der sexuellen Gewalt an den Frauen beschäftigen. Und das dann schon verwunderlich ist, dass da gar nicht erst zur Anklage kommt, wenn das schon vorher, also wenn man dem schon entnehmen könnte, dass es anklagbar und auch vielleicht beweisbar ist. Das wäre meine Frage. Ich bin im Augenblick gerade in einem Wechselbad der Gefühle, weil ich einerseits natürlich total frustriert bin über das, was Sie hier berichten, dass eigentlich nur ein minimaler Prozentsatz dessen, was wir uns vorstellen können, überhaupt tatsächlich passiert an Gerechtigkeit. Und andererseits fast einem Hochgefühl, dass es überhaupt ein Thema ist. Denn ich habe Erinnerungen an den letzten Krieg in Deutschland, also den Hitlerkrieg. Ich habe mit 7 eine Massenvergewaltigung miterlebt, und das Verschweigen war so schlimm, ich habe bis zum Lebensende meiner Mutter, obgleich ich daneben gelegen habe, auf der einen Seite, auf der anderen Seite lagen meine Geschwister und dann die nächste Frau und ihre Kinder und so weiter, ich habe bis zu ihrem Lebensende nicht ein einziges Mal dieses Erlebnis angesprochen. Und sie natürlich auch nicht. Und insofern in Anführungsstrichen ein Hochgefühl oder eine Zufriedenheit, dass es heute ein Thema ist. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich gebe jetzt mal an Monika.
Dann fange ich mal mit den letzten beiden Fragen an, weil ich dazu, denke ich, auch direkt gefragt werde. Das ist, erlebe ich immer wieder, dass seit 20 Jahren eigentlich, dass bei Vorträgen, bei Ausstellungen und so weiter ältere deutsche Frauen auf mich zukommen und mir sagen, ich weiß genau, wovon sie sprechen. Dass diese Frauen auf mich zukommen und sagen, wir konnten 60 Jahre nicht darüber sprechen, bitte machen Sie Ihre Arbeit in Bosnien weiter, dass die bosnischen Frauen das nicht auch in 20 Jahren sagen müssen. Und wir haben vor einigen Jahren, im 60. Jahr nach Kriegsende, haben wir eine Kampagne gemacht mit dem Titel Zeit zu sprechen. Und wir sprachen von Deutschland, weil immer wieder uns aufgefallen ist, wie viele Frauen uns auch Briefe schreiben und sagen, wir konnten hier in diesem Deutschland, in diesem Nachkriegsdeutschland eben nicht darüber sprechen, dass es hier verschwiegen wurde und so weiter. Gerechtigkeit bedeutet natürlich auch Erinnerungskultur. Welche Vision hat eine Nachkriegsgesellschaft, dass diese Verbrechen und wir wissen ja, dass es speziell bei sexualisierter Gewalt ein noch komplexeres Problem ist, dass also diese Verbrechen und die Würdigung der Überlebenden, zumal von sexualisierter Gewalt, ein gesellschaftliches Thema ist, eine gesellschaftliche Verpflichtung ist. Und Medica Mondiale ist durchaus auch entstanden aufgrund dessen, dass es einen Zweiten Weltkrieg gab und dass sich Frauen dieser jüngeren Generation verpflichtet gefühlt haben, Veränderungen in diese Welt zu bringen, auch aus einer Verantwortung ihrer Väter und Großväter heraus, was die getan haben und natürlich aus dem feministischen Momentum heraus, dass sexualisierte Gewalt nicht beschwiegen werden darf, sondern ganz im Gegenteil benannt werden muss. Und natürlich das Hochgefühl insofern teile ich mit Ihnen, dass es uns gelungen ist, zum Beispiel in Bosnien, dass es nicht ein Non-Thema war, geht auch ganz schnell, dass sich der Mantel des Schweigens drüber legt, aber nun haben wir dort Medica Senica und andere Frauen-NGOs, die kontinuierlich bemüht sind, diesem Thema ein Gesicht zu geben. Wir haben Filme wie Esmas Geheimnis, wo genau dieses Thema filmisch umgesetzt wurde, auch das eine Form, haben mir Frauen gesagt, von Gerechtigkeit und Erinnerungskultur. Also ich würde hier Silke absolut recht geben, es gibt viele verschiedene Formen von Gerechtigkeit und es ist noch wenig ausprobiert worden. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als NGO sehen, zumal als feministische, die sich diesem Thema verschrieben hat, gerade auch für überlebende Frauen, die ja schweigen sollen in ihren Gesellschaften, hier neue Wege zu finden. Und daher ihr Wechselbad kann ich sehr gut verstehen. Und beides gehört aber zu unserer Arbeit dazu. Und wer diese Art der Arbeit macht, feministische Arbeit, egal wo in der Welt, muss eine hohe Frustrationstoleranz haben, sonst würden wir viel zu schnell nicht mehr weitermachen können und daher ist dieses Wechselbad absolut, auch in der täglichen NGO-Arbeit begleitet uns absolut. Vielleicht ganz kurz noch zur Einbeziehung von NGOs. Für uns war das damals Medica Senica sehr problematisch in der Kooperation mit dem Ex-Jugoslawien-Tribunal, weil es war keine wirkliche Kooperation, obwohl wir darauf gedrungen haben, sowas wie ein Memorandum of Understanding ganz früh schon zu machen. Aber wir sind immer wieder in Situationen gekommen, die durch dieses Memorandum überhaupt nicht abgedeckt waren, wie zum Beispiel beim Foruncia-Prozess, ein spezieller Prozess gegen einen kroatischen Kommandanten, wo eine Zeugin mehrmals aussagen musste, weil der Verteidiger des Angeklagten ihr Widersprüche vorgeworfen hat, weil sie aufgrund bestimmter Situationen und dessen, dass sie bei Medica Senica in Therapie war, unmittelbar nach der Kriegssituation, weil sie das verschwiegen hat und deswegen hat er ihr ihre Traumatisierung als Nichtglaubwürdigkeit vorgeworfen. Und deswegen musste sie erneut ins Kreuzverhör. Das war dann eine Situation, wo die psychologischen Unterlagen von Medica Senica angefordert wurden und das war eine sehr schwierige Situation für uns, weil was bedeutet es, wenn die psychologischen Unterlagen einer Klientin vom Gericht angefordert werden, die sozusagen gegen sie jetzt auch noch verwandt werden, wie können wir therapeutische Arbeit leisten, wir sind den Klientinnen verpflichtet und haben hier Schweigepflicht und so weiter. Das war so eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir sind gezwungen,
gezwungen worden, diese Unterlagen herauszugeben. Es war also nicht möglich, sich dagegen zu wehren, und haben danach aber auch in Den Haag Gespräche geführt, dass wir die Kooperation abbrechen werden, wenn so etwas nochmal vorkommt, oder wenn wir nicht auch eben in diesem Memorandum ganz klar formuliert bekommen, dass so etwas nicht nochmal vorkommt. Also es gab durchaus sehr schwierige Seiten dieser Kooperation, und ich weiß, dass es jetzt im Kongo für lokale Frauen-NGOs auch sehr, sehr schwierig ist, und diese Offenheit, die sehe ich nicht, die Sie gefragt haben, die Offenheit der Kooperation. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu der Arbeit der Oberlandesgerichte Stuttgart und Frankfurt hier in Deutschland. Es stellt sich tatsächlich die Frage, die Silke vorher gestellt hat, welche Bedingungen müssten eigentlich erfüllt sein, damit so ein Oberlandesgericht überhaupt verantwortlich arbeiten kann? Und wie kann es sein, dass vor Ort, dass überhaupt keine Outreach-Arbeit, also keine Aufklärungsarbeit auch vor Ort gemacht wird, und die Frauen-NGOs vor Ort, wir haben unsere Kolleginnen, unsere Partnerinnen, wir arbeiten mit sehr vielen NGOs in den Kivu-Regionen, also im Osten des Kongos zusammen, und haben dort eine Befragung jetzt gemacht. Es ist überhaupt nichts bekannt über die Arbeit dieser, weder des ICCs noch eben auch des Stuttgarter Tribunals. Um das jetzt nicht auszuführen, dort gibt es aber sehr viele ungeklärte Vorgänge, die gerade auch den Aspekt der Beteiligung von Frauen, also davon ganz zu schweigen, von Beteiligung von überlebenden Frauen. Es sieht mau aus in diese Richtung. Ja, Wolfgang? Ich waren ja jetzt zwei Fragen gerichtet. Einmal die Frage nach einer größeren Öffentlichkeit. Ich habe sie schon noch im Kopf. Also auch wenn ich gestresst aussehen mag, aber siehst du nicht. Soweit reicht das Gedächtnis schon noch. Also ich fange einfach mal mit dem letzten an, der Rolle der NGOs. Also da passiert natürlich ungeheuer viel, und das ist auch gleichzeitig eine Antwort auf das Wechselbad der Gefühle. Weil was da in den letzten 20 Jahren gerade auch vor Ort passiert ist, in den Ländern des globalen Südens, in denen derartige Verbrechen zu berichten sind, ist wirklich unglaublich viel. Es ist wirklich unglaublich viel. Und das ist umso größer und einzuschätzen, was da erreicht wurde, weil wir alle, die wir in diesen Ländern arbeiten, wissen, wie gefährlich das ist, weil fast überall unsere Gesprächspartnerinnen bedroht werden oder auch Opfer von Anschlägen, von Haftstrafen, von Repressionen sind. Und trotzdem ist es eine unglaublich starke Bewegung geworden, auch gerade in all den Ländern, die hier aufgezählt wurden, im Kongo. Der Herr, der die Berliner Justiz, die Zustände der Berliner Justiz als Modell herausgestellt hat, natürlich, also gibt es sowohl in Den Haag eine ganze Reihe von dort ansässigen Nichtregierungsorganisationen, die sich immer wieder auch mit der Anklagebehörde, meistens eben nicht öffentlich berichtet, zusammensetzen. Und es gibt aber auch eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die Übersetzungsarbeit leisten, das heißt, die in Kongo gehen, die Filme, die extra Filme drehen, Filme übersetzen lassen, Materialien übersetzen lassen. Und das ist vielleicht auch dann mal ein Dissens zwischen uns. Ich glaube, das muss auch Aufgabe, es darf nicht Aufgabe des Gerichtes sein, das zu machen. Also man kann zwar sowas machen, wie in Den Haag gut gemacht wird, nämlich dass das ins Internet gestellt wird und dass man im Internet die Verhandlungen sich anschauen kann und auch umfangreiche Materialien ins Netz gestellt werden. Aber Outreach-Arbeit möchte ich das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft dann doch lieber nicht machen lassen. Also das, denke ich, sind schon andere gesellschaftliche Kräfte, die dann gefragt sind, und das sind dann zum Beispiel wir als Nichtregierungsorganisationen, wobei ich mir auch bewusst bin, das muss auch nochmal gesagt werden, dass das alles mit verdammt wenig Geld aufgebaut wurde. Also vor Ort die meisten Angestellten oder Mitarbeiterinnen von Nichtregierungsorganisationen leben auch in prekären Verhältnissen. Darüber hinaus, natürlich sind sie bedroht, aber sie leben auch in prekären Verhältnissen, und auch die Verhältnisse von im Westen ansässigen Nichtregierungsorganisationen sind nicht gerade luxuriös. Nichtsdestotrotz ist da tatsächlich eine Menge geleistet worden, und das empfinde ich als einen wahnsinnigen Fortschritt gegenüber den, also vor 20 Jahren. Ja, hier nochmal die Frage. Ja, es tut mir leid, dass ich das öfter betonen muss, aber ich meine, wenn man sich, man kann
in Fällen wie eben Kambodscha oder Kongo oder Jugoslawien, wenn man zu der Meinung kommt, da ist eine Versöhnungskommission, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission oder auch andere Mittel, das Angemessene, wenn es darüber einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dann sollten solche Hearings, sollten solche Kommissionsuntersuchungen stattfinden. Aber wenn man sich dafür entscheidet oder auch wenn man sich auf einer internationalen Ebene entscheidet, einen Strafprozess als Form der Aufarbeitung solcher Verbrechen zu wählen, dann muss man sich auf die Logik des Strafprozesses einlassen oder man lässt es. Und es gibt einen wunderschönen Aufsatz, der heißt, ein finnischer Völkerrechtler, der über den Milosevic-Prozess berichtet, Between Show Trial and Impunity, also zwischen Schauprozess und Straflosigkeit. Und das ist genau, das sind genau die Pole, in denen wir uns hier bewegen. Straflosigkeit ist natürlich das, wogegen wir hier alle mehr oder weniger tatkräftig ankämpfen, aber Überwindung der Straflosigkeit nicht um den Preis eines Schauprozesses. Und ich möchte ein Beispiel eines Schauprozesses nennen, das war Saddam, das Verfahren, das sogenannte Strafverfahren gegen Saddam Hussein in Bagdad, der dann halt auch 0, nichts umgebracht wurde. Das ist nicht das Verfahren, was vorbildhaft sein sollte. Es war im wahrsten Sinn des Wortes kurzer Prozess, hatte aber mit den Prinzipien des fairen Verfahrens nichts zu tun. Und das faire Verfahren beinhaltet eben, dass Menschen, denen man solche Taten wie Milosevic und all die anderen vorgeworfen wird, auch das Recht haben zu sprechen, auch wenn es unerträglich ist. Natürlich ist das unerträglich. Auf der anderen Seite trägt es ja vielleicht auch dazu bei, irgendwie das gesellschaftlich aufzuarbeiten. Ich finde das zum Beispiel ziemlich spannend, wie die norwegische Gesellschaft gerade auf ihren Breivik reagiert und wie viel Raum die dem lassen. Obwohl es uns alle natürlich, ich meine, ich habe heute das Bild gesehen, wie er da mit einem halben Hitlergruß in den Gerichtssaal reinkommt. Der Mann ist natürlich unerträglich, aber es ist doch toll, dass eine Gesellschaft sich sowas auch zulässt. Und das, denke ich, ist vorbildhaft. So, dazu gehört aber auch, dass so jemand, in Anführungsstrichelchen, der ja im Prinzip auch nach unseren Prinzipien als unschuldig zu gelten hat, solange er von einem Gericht, bis er von einem Gericht rechtskräftig verurteilt ist, dass so jemand auch mit den genügenden Mitteln ausgestattet wird, um sich gegen einen solchen Vorwurf zu verteidigen. Und auch das ist eben schwer zu begründen, weil das kostet natürlich. Das meinte ich mit Waffengleichheit zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Dann die andere Frage ist davon unabhängig, nämlich, und darüber diskutieren wir ja die ganze Zeit, wie können wir dafür sorgen, dass eben eine andere Strafverfolgungspolitik, andere Strafverfolgungsstrategien betrieben werden vor internationalen Gerichten, aber auch vor nationalen Gerichten, wo man es eben schafft, auch komplexe sexualisierter Gewalt mal mit der nötigen Priorität zu betreiben. Und da haben im Prinzip, glaube ich, hier niemand eine andere Meinung. Das sind politische Entscheidungen und die sind bisher eben nicht so getroffen worden. Wir haben jetzt mehrfach Beispiele gehört, sowohl beim Kambodscha-Tribunal als auch beim Jugoslawien-Tribunal, wo eben andere politische Entscheidungen, andere politische strafverfolgungspolitische Prioritäten gesetzt wurden. Und da denke ich einfach, es liegt auch daran, dass wir als Öffentlichkeit nicht genügend darauf hingewirkt haben, dass die das verändern. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, und das ist ja hier auch alles schon ausgeführt worden, dass die Organisationen, die mit Betroffenen, die mit Geschädigten zusammenarbeiten, mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden, um überhaupt eine Beteiligung eben zu ermöglichen. Ja? Und das ist aber, hat aber mit der Waffengleichheit nichts zu tun. Das steht auf einem anderen Blatt und das ist auch vollkommen unabhängig davon. Und das hat gefälligst auch zu passieren, ohne dass es ein Strafverfahren gibt. Das hat mal unabhängig von dem Strafverfahren zu passieren. Dass das dann möglicherweise eine Arbeit einer Organisation wie von Monika Hauser auch dazu dient, Strafverfolgung zu betreiben, ist gut und richtig und ist deren Entscheidung. Aber die Arbeit ist auch ansonsten, sondern die Arbeit ist einfach unglaublich notwendig und da ist das vielleicht nur ein Teilaspekt, dieses Strafverfahren. Es sind aber vielleicht nicht nur politische Entscheidungen, die dazu führen, dass diese Themen nicht aufgegriffen werden, sondern ich möchte einfach daran erinnern, es ist in der Bundesrepublik noch gar nicht so lang her, dass das Nein einer Frau eigentlich eher als Ja gewertet worden ist von den Gerichten in Vergewaltigungsprozessen und als Zustimmung sowieso. Und von daher
sind es natürlich, gibt es auch eine politische Strategie von solchen Gerichten, aber ich glaube, der Kern der ganzen Angelegenheit, der liegt weniger in der Politik, als darin, dass natürlich noch ganz, ganz große Vorurteilsstrukturen gerade gegenüber sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen nach wie vor das Bild der Gesellschaften beherrschen. Ja, auf jeden Fall, aber das Interessante ist doch, dass es dort in Den Haag, und darüber haben wir jetzt zum Beispiel gerade geredet, alle die Leute, über die hier gerade geredet wurden, die sind ja durchaus in der Lage zu erkennen, was da passiert. Die sind jetzt nicht in erster Linie von diesen Strukturen geprägt, sondern die sind in der Lage, politisch zu entscheiden, und die spreche ich an. Ich spreche natürlich nicht ich spreche nicht den Unterbau an, und ich spreche auch nicht das an, was in der Gesellschaft passiert, sondern ich spreche die Entscheidungsträgerinnen, die wenigen und Entscheidungsträger an. Und da, denke ich, ist es eine politische Entscheidung, sich über patriarchale Muster, so sehr sie auch in Gesellschaften verankert sind, hinwegzusetzen oder es eben zu lassen. Und wenn man sich darüber hinwegsetzt, dann kostet das was. Also nicht nur die Ressourcen, die wir genannt haben, sondern dann heißt es natürlich auch, sich mit einer Gesellschaft auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen, eben eine Vergewaltigung nicht als Betriebsunfall zu betrachten, sondern als Resultat von lange herrschenden und andauernden Strukturen, die man auch nur bewältigt bekommt, wenn man sich damit politisch und sozial auseinandersetzt. Naja, und auch als Kriegsstrategie, daraufhin hat Gitti Henschel ja zu Recht auch hingewiesen. Aber ich finde, wir machen jetzt vielleicht hier eine Abschlussrunde auch und wollen auch vielleicht uns genau mit diesen Themen dann auch nochmal auseinandersetzen. Also was braucht es eigentlich, dass solche systematische Gewalt gegen Frauen und natürlich auch Männer, aber in einem viel kleineren Ausmaß, was braucht es eigentlich jetzt, um das sowohl vor Gerichten zum Erfolg zu bringen, als auch unter solchem Gesichtspunkt, ja, welche Rolle, würde ich gerne auch nochmal aufgreifen, welche Rolle kann eigentlich sowas wie Transitional Justice da noch spielen? Also vielleicht mit ein paar allgemeinen Worten will ich anfangen. Es braucht Kompetenz, es braucht den Willen, solche Verfahren, solche Verbrechen zu ermitteln. Und aus der Kompetenz im Grunde genommen ergibt sich dann auch bereits andere Sachen, die wir hier schon erwähnt haben heute Abend. Es muss eine Umgebung geschaffen werden, in der solche Opfer solcher Straftaten überhaupt aussagen können und so weiter. Da gibt es dann viele kleine Punkte, die dann dazu beitragen, dass solche Verfahren tatsächlich erfolgreich geführt werden können. Und dann natürlich vielleicht Teilbeantwortung auf der Frage von eben, da spielen NGOs natürlich da eine sehr große Rolle. Und nur als ein Beispiel, wir haben jetzt gerade ein größeres dreijähriges Projekt, wo sich NGOs natürlich alleine um das Geld kümmern, mit zur Zusammenarbeit mit der Victims Support Section und 3 Jahre lang Geld vom UN-Fund für UN-Fund bekommen haben für Zugang von Frauen zu Justiz, also hier in diesem Falle zum ICCC und damit auch mit speziellem Fokus auf sexuelle Gewalt. Aber das ist nicht von Gerichten gemacht worden, sondern das sind letztendlich NGOs, die an solchen Projekten arbeiten und die wesentliche Arbeit übernehmen. Vielleicht nochmal zu den Rahmenbedingungen oder vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was bedeutet Kompetenz? Ja, vielleicht mal so ein paar, ich habe ein paar kleine Zahlen rausgeschrieben oder so, die schon für sich sprechen, und da gibt es zum Beispiel eine Liste beim Internationalen Strafgerichtshof von Ermittlern, und man muss schon fast sagen Ermittlern, von 28, Sie können raten, wie viele Frauen darunter sind, Ermittlerinnen, eine von 28. Wir haben dann, wenn wir gucken, zu wem wird Outreach eigentlich gemacht, obwohl 36% der Opfer in Den Haag beim ICC weiblich sind, Outreach wird immerhin 36%, was noch nicht mal längst die 50 erreichen würde, aber nur Outreach wird nur zu 26% von
also an Frauen gerichtet gemacht, also die dann dabei auch noch schlechter wegkommen. Wenn man sich anguckt unter den Stellen bei den, der Staatsanwaltschaft beim Internationalen Strafgerichtshof, da haben wir dann bei den entscheidungserheblicheren Stellen P5 und P4 bei der Staatsanwaltschaft von 37 Männern, davon sind 13 Frauen, 35%. Dann, wenn wir angucken, wie verteilt sich der Blick auf sexuelle Gewalt in den Verfahren, da haben wir dann von 13 von 27 Beschuldigten wird irgendeine Form von sexueller Gewalt zur Last gelegt im Internationalen Strafgerichtshof. Das ist also gerade knapp die Hälfte. Wenn wir dann gucken, was kommt dann am Ende dabei raus, also von dieser Hälfte von Verfahren oder von, wenn wir an Beschuldigten es mal messen, wie viel bleibt am Ende übrig, auch wenn wir jetzt erst ein Urteil haben, aber wenn wir gucken, wie weit werden die Sexualstraftaten bestätigt, dann fällt ein weiteres Drittel dabei raus, was gar nicht über die Vorverfahrenskammer hinauskommt, also die Confirmation of Charges. Da ist schon Stopp, die gar jemals nicht zum, zu einem Hearing kommen. Also das heißt, wir fangen von schon wenig Situationen und Fällen an, die weiter durchgesiebt werden. Und woran liegt das? Wenn man sich dann mal anguckt, da gibt es dann was im Grunde genommen man wieder auf Vernachlässigung und Inkompetenz zusammenfassen kann. Zum Beispiel, dass besonders Sexualstraftaten bewiesen werden sollen durch UN-Reports oder NGO-Berichte anstelle von erster Hand Zeuginnen. Und wenn die Staatsanwaltschaft das als Beweis bringt, Human Rights Watch hat schon da und da geschrieben, Amnesty hat schon da und da geschrieben und so weiter, wo natürlich auch keine Namen und Zeuginnen dahinter stehen. Das sind Fälle, wo die Kammer dann sagt, also tut uns leid, das reicht nicht hin, das ist nicht genug Evidence. Oder wenn einfach nur behauptet wird, in den und den Gegenden hat es sexuelle Gewalt gegeben, nicht ein Beweisstück dazu geliefert wird. Die Vorverfahrenskammer reduziert natürlich und sagt also dann nur in der einen Situation, in der einen Provinz, wo wir tatsächlich Zeugen und Zeuginnen haben. Ansonsten lassen wir das rausfallen. Und wenn man sich das, die Liste anguckt, wie werden die Verbrechen behandelt von der Staatsanwaltschaft, wie viel Sorgfalt wird darauf verwandt, was bleibt am Ende dann dabei über, übrig, sieht man, wie außergewöhnlich im Vergleich zu allen anderen Verbrechen nur bei sexueller Gewalt die Verfahren immer mehr ausgedünnt und gesiebt werden und am Ende bis zu einer Verurteilung wegen sexueller Gewalt ganz, ganz wenig noch übrig bleiben. Und das steht nicht im Verhältnis zu anderen Straftaten. Dort ist die Staatsanwaltschaft offensichtlich also erfolgreicher oder ermittelt einfach sauberer und bringt mehr als in dem Bereich sexuelle Gewalt. Und das jetzt, um vielleicht auch gerade nochmal ICC 10 Jahre anzusehen im Hinblick auf sexuelle Gewalt, ist es noch viel zu tun, auch wenn der Internationale Strafgerichtshof sicherlich ein größeres Bewusstsein hat als das Gericht in Kambodscha, mit Sicherheit. Aber auch da natürlich viel zu tun ist und eine Gender Advisorin, Catherine McKinnon, eben auch nur als pro bono dort arbeitet, wenn man so will. Also nicht mal das ernst genommen wird, also eine Beraterin der Staatsanwaltschaft unter Gender-Aspekten, das leistet man sich dann eben nicht mehr und hat dann also einen Namen da stehen und natürlich, wer kann wie viel pro bono arbeiten. Also das vielleicht so als Abschiedsworte, um ein bisschen Ausblick zu geben, was müsste alles besser werden. Ja, natürlich gibt es jetzt Wiederholungen, aber es ist mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen, es braucht politischen Willen. Politischen Willen, dass Strategien sich endlich verändern und dass politisch umgesetzt wird von den internationalen Regierungen, auch von der Bundesregierung, was in Resolutionen an Forderungen längst klar und eindeutig niedergeschrieben ist. Es braucht Qualifizierung und nochmal Qualifizierung und nochmal Qualifizierung. Ein großes Problem, dass die Fortbildung der Richter
und Richterinnen in Den Haag auf freiwilliger Basis fußt, nicht nur dort, wie ich weiß, aber wir sprechen ja jetzt von den Strafgerichtshöfen, Qualifizierung, dass dieses Standardwissen um die Dynamik von sexualisierter Gewalt und um Traumatisierung, wenn ich Kriegsverbrechen aburteilen will und wenn ich Zeuginnen vernehme, die die eine schwere Traumatisierung haben, muss ich ein Minimumwissen an Trauma, an Traumatisierung, an des Wesens von Traumatisierung haben, also Qualifizierung. Ich brauche Struktur, nicht viel mehr, aber es braucht diese Struktur der Genderbeauftragten, eine langjährige Forderung von uns. Und wir haben es beim Jugoslawien-Tribunal gesehen, wie wichtig es war, Patricia Sellers zu haben, die wirklich was bewegen konnte auf ihre Initiative hin. Kein Wunder, dass sie dann irgendwann weggemobbt wurde. Wir brauchen also eine Genderbeauftragte, die ganz klar hier ihre Konzepte verfolgt. Wir brauchen Quotierung. Das ist aus Silkes Worten auch deutlich geworden, eine klare Quotierung. Wir brauchen Entschädigungsfonds für die Zeuginnen. Diese Zeuginnen sind nämlich Überlebende, die in bitterster Armut leben und noch nicht mal das Anrecht auf medizinische Versorgung haben. Eine ältere Geschichte mittlerweile, Ruanda-Tribunal, die Zeuginnen, die HIV-positiv waren, weil sie von den Tätern infiziert wurden, haben nicht die teuren HIV-Medikamente bekommen wie die überführten Täter. Das heißt, medizinische Behandlung, psychologische Behandlung und ökonomische Unterstützung für die Zeuginnen ist ein ganz klares Muss. Hier muss es einen Entschädigungsfonds geben. Und als letztes, ich denke, es braucht doch endlich die Anerkennung, dass, ich betone das nochmal, die Rechtsnormen ja auch gesellschaftliche Werte und Vorurteile reproduzieren und verkörpern. Und daher denke ich, Wolfgang, die Logik des Strafgerichtshofs anzuerkennen, war vorher dein Punkt. Sicher, aber ich bin nicht bereit, diese Logik des Common Sense gerade im patriarchalen Sinn anzuerkennen. Und das ist so dieser Trick mit dem, was nicht augenscheinlich ist, dass hier diese gesellschaftlichen Vorannahmen wirken. Ich spreche von einem Berliner Gericht und ich spreche auch von dem Gericht in Kambodscha und Bosnien sowieso, aber auch Den Haag, dass diese gesellschaftlichen patriarchalen Vorannahmen wirken und sich in die Prozesse hinein weiter schleichen oder sich weiter reproduzieren. Und diese Logik muss endlich durchbrochen werden und hier braucht es eine Anerkennung, dass es überhaupt so ist, dass es diesen Common Sense gibt. Und dass das aufgebrochen wird, ist auch ein Teil unserer Arbeit. Nein, sollte der Eindruck entstanden sein, dass ich... Das praktiziere ich Gleichberechtigung, natürlich hast du... Nein, natürlich bestreite ich, also es gibt es natürlich, es ist doch, also es ist überhaupt keine Frage. Und das hat auch nichts mit der Logik des Strafverfahrens zu tun. Was ihr die ganze Zeit hier fordert, ist nämlich eine andere Ausrichtung von Strafverfolgungsressourcen und die zeigt ganz banal Wirkung. Also wenn ich einen Strafverfolgungsapparat so auswirke, dass er sich um diese Straftaten zu kümmern hat, dann kommt da auch mehr raus. Es gibt ja für kriminologische Untersuchungen für Deutschland, wo das ganz, ganz klar ist. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass da auch die Bundesrepublik und die Bundesregierung mehr in die Pflicht genommen werden muss, weil sie immerhin einer der größten Geldgeber ist und weil sie ein großes Gewicht hat und wo auch andere Staaten, die zu dem Block gehören, zu der Bundesrepublik, einfach mehr in die Pflicht genommen wird. Aber wir werden unseren Teil dazu beitragen müssen, um genau das eben zu durchbrechen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir eigentlich überhaupt keinen Grund haben, jetzt irgendwie die Köpfe hängen zu lassen, weil auf der rechtlichen Ebene ist das, was passiert ist, eine einzige Erfolgsgeschichte. Was es jetzt braucht, ist es, glaube ich, das mit dieser großen Zähigkeit weiter zu verfolgen und umzusetzen. Also wir haben ja kein rechtliches Problem, sondern wir haben ein Implementationsproblem, wie es immer so schön heißt, in diesen Verfahren. Und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen dreien, euch dreien, auch bei Susanne Schüssler und dem Wagenbach Verlag, mit dem wir diese Kooperation gemacht haben, und bei Ihnen allen, die Sie gekommen sind und uns mit dieser Veranstaltung begleitet haben. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Ich höre gerade, es gibt noch was. Also Sie sind alle herzlich eingeladen zu einem kleinen Umtrunk unten